Herzlich willkommen und guten Abend. Sie sind mittendrin in der Frankfurter WM-Arena zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon. Und ich muss mal versuchen, mit den Worten Bilder zu malen, denn die Choreografie, die wir gerade von den Fans der Frankfurter Eintracht erleben, die ist imposant und sie geht wirklich zu Herzen, im Herzen von Europa. Ein großer Wimpel dazu mit dem Europapokal mittendrin auf der Seite, wo die Frankfurter Fans stehen, mit vielen, vielen tausend Fahnenschwenkenden. Dann auf der Gegenseite Eintracht vom Main durch viele weiße Fahnen geschrieben im Grunde genommen, dann ein großes Transparent, nur du sollst heute siegen, weil wir dich alle lieben auf der linken Seite und hier auf der Tribüne, wo wir uns befinden, tausende, aber tausende kleine Fahnen, die geradezu enthusiastisch gewedelt und geschwungen werden im Stadion. Philipp Hofmeister neben mir, ehrlich gesagt, man könnte fast schon wegen der Choreografie ins Stadion kommen. Auf jeden Fall, das lohnt sich. Das lohnt sich jedes Mal, wenn Eintracht Frankfurt auf den Platz kommt in dieser fast schon jetzt denkwürdigen Europa-League-Saison. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke war, das hat was von Berlin, das hat was vom Olympiastadion im Mai letzten Jahres, diese schwarz-weißen Fahnen in der Nordwestkurve, die damals die Ostkurve im Olympiastadion war. Und irgendwie macht das auch Sinn, denn das auch heute, dieses Fußballspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon, das in dieser Sekunde angepfiffen wird, es hat einen Endspielcharakter. Es geht um alles oder eben um nichts, ums Weiterkommen oder ums Rausfliegen, um den Traum vom Europa League Halbfinale gegen möglicherweise Chelsea London. Zwei Mannschaften bewerben sich dafür. Die eine, das ist die aus Frankfurt, die Eintracht, und die andere, das ist Benfica Lissabon. Und ganz ehrlich, Dirk, 4:2 im Hinspiel für Benfica. Ich glaube, wenn wir sagen, dass die Rot-Weißen hier, die aus Portugal, heute der Favorit sind, dann würde da kaum jemand widersprechen. Es geht eigentlich nur darum, wie hoch ist diese Favoritenbürde, die auch auf den Schultern lastet von Benfica Lissabon. Adi Hütter hat gesagt, wir sind 45-55% im Hintertreffen. Der große Philipp Hofmeister hat gesagt, 30-70 zu Lasten von Eintracht Frankfurt oder zugunsten von Benfica Lissabon. Es gibt andere, die sprachen von 60-40. Aber ich glaube, alle sagen, eine leichte Favoritenrolle gebührt Benfica Lissabon. Klar, liegt daran, dass die Mannschaft mit 2 Toren Unterschied nach einem tollen Spiel auch mit 4:2 gewonnen hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Frankfurter Eintracht 70 Minuten in Unterzahl gespielt hat. Und das sollte heute nicht wieder passieren. Fallett ist am Ball. Simon Fallett, der im Europacup eigentlich immer gute Spiele gemacht hat, wenn er denn mal gespielt hat. In der Bundesliga kam er schon lange nicht mehr zum Einsatz. Er heute in der Mannschaft, weil Hinteregger nicht spielen kann, mit einem weiten Ball jetzt auf Rebic, der aber hinter seinem Widersacher, auch mit der Nummer 4 bei Benfica Lissabon ausgestattet, eben den kürzeren zieht und der Ball geht ins Seitenaus. Nee, war die Nummer 6, ich habe mich verguckt, es war die Nummer 6, Ruben Dias, der da im Zentrum geklärt hat. Jo, also man merkt es auch im Hintergrund, Philipp, die Stimmung ist prächtig und die Eintracht wird förmlich nach vorne gebrüllt. Und das kann natürlich auch zur Gefahr werden, ganz einfach deshalb, weil man hinten gut stehen muss, weil in der Offensive sind die Spitze, die Herren aus Portugal. Ein ganz schmaler Ritt auf der Rasierklinge heute für Eintracht Frankfurt. Man muss natürlich gewinnen, man muss mindestens 2 Tore schießen, um ins Halbfinale einzuziehen. Auf der anderen Seite ein Gegentor und die Aufgabe wird natürlich nicht leichter. Der Ball am Fuß von Kevin Trapp, es ist ohrenbetäubend laut. Sie hören das, der Wechselgesang von links nach rechts, von hier nach drüben. Die einen rufen Eintracht, die anderen rufen Frankfurt. Und dieses Spiel, das werden wir heute Abend noch eine ganze Weile erleben. Langer Ball von Kevin Trapp in Richtung von Ante Rebic. Der nimmt den Ball mit dem rechten Fuß herunter, verteilt auf den linken Flügel. Philipp Kostic könnte Gacinovic anspielen. Der ist auf Höhe des Strafraums. Dreht sich einmal um die eigene Achse, geht dann zurück über Simon Fallett, der heute in der Innenverteidigung spielt, wie gerade angesprochen. Fallett versucht das Spiel auf die rechte Seite zu verlagern. Danny da Costa, guter Ball, verarbeitet er mit dem Kopf. Da ist Juka Jovic im Strafraum, kommt da zu Fall. Aber nur sanfte Proteste der Frankfurter nach einem vermeintlichen Foulspiel da im Strafraum. Jovic ist noch liegen geblieben und steht erst jetzt ganz langsam wieder auf. Aber das war kein Grund für Schiedsrichter Daniele Orsato, einen der besten, den wir haben in Europa, hier auf Strafstoß zu entscheiden. Simon Fallett gerade eben schon angesprochen und das ist die schlechte Nachricht für alle Freunde von Eintracht Frankfurt heute Abend. Dass der spielt, bedeutet, dass Martin Hinteregger, der Abwehrchef, eben nicht rechtzeitig fit geworden ist. Oberschenkelverletzung am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Augsburg. Gestern hat er mittrainiert. Oder sagen wir mal, er ist ein bisschen mitgejoggt beim Abschlusstraining in den ersten 15 Minuten, die ja nur zugänglich für uns sind. Aber es war wohl alles nur ein großer Bluff. Also Dirk, wir haben es gesagt, die Eintracht ist natürlich zum Toreschießen, zum Siegen, verdammt. Aber wie viel muss, wie viel kann, wie viel darf die Eintracht schon in der Anfangsphase hier riskieren?
Sehr wenig, weil es muss ein kontrolliertes offensives Spiel von Eintracht Frankfurt sein. Man hat im Moment eigentlich das große Glück, dass ein 2:0 schon reichen würde. Und da muss man auch ein bisschen Geduld haben, muss sich langsam in dieses Spiel hineinfinden, darf nicht zu viel wollen in den ersten Minuten. Ich glaube, das war die ganz, ganz große und schwierige Aufgabe von Adi Hütter, das der Mannschaft klarzumachen, dass die Spieler sich da nicht treiben lassen von den Fans, die natürlich ein Wahnsinnsspektakel hier veranstalten. Adi Hütter weiß darum, dass es heute eine ganz, ganz schwere Sache wird, aber er hat die Gabe auch der Mannschaft immer wieder zu vermitteln, das kann schon klappen. Wenn ihr euch konzentriert, wenn ihr das perfekte Spiel liefert, wie er immer wieder gesagt hat und betont hat vor diesem Spiel. Jetzt aber Ballbesitz für Benfica Lissabon, das hören Sie natürlich, weil gepfiffen wird. Und das ist Joao Felix. Und da hat er schon wieder gezeigt in dieser ersten Bewegung, wie lebendig und wie gut seine Körperbeherrschung ist, kommt da auch vorbei, wird gelegt, es gibt Freistoß, aber kein Grund zur Sorge, das Ganze in Höhe der Mittellinie, also da kann überhaupt nichts passieren. Ganz ehrlich, Philipp, ich habe noch nicht erlebt in dieser Europacup-Saison, dass die Stimmung so elektrisierend war wie heute Abend. Es ist unglaublich laut, die Fans sind wahnsinnig präsent von dieser ersten Minute an und wollen ganz einfach eines sein. Und nichts anderes, der 12. Mann der Frankfurter Eintracht. Genau, genau unter dieses Motto hat die Eintracht das Spiel auch gestellt. 12-11, das war der Hashtag bei Twitter von Vereinsseite, ganz klar. Und es lag auch eine ganz besondere Stimmung, eine Magie in den Tagen, jetzt vor diesem Anpfiff über der Stadt. Abstoß gibt's vom Tor von Eintracht Frankfurt, genau 5 Minuten vorbei. Noch steht's torlos 0:0 und Kevin Trapp lässt sich Zeit bei der Ausführung dieses Abschlags. Der kommt weit über die Mittellinie auf den linken Flügel, aber Philipp Kostic geht zum Kopfball hoch, steht aber dabei schon mit beiden Füßen im Seitenaus und deswegen gibt's Einwurf für die Portugiesen, die in roten Trikots, roten Stutzen und weißen Hosen spielen. Die Frankfurter ganz in schwarz, den Trainer mal ausgenommen. Adi Hütter, der ist ganz oben weiß, nämlich der Hemdkragen, und ganz unten die Sohlen seiner Sneakers. Ansonsten hat er sich, was das Schwarze angeht, farblich seiner Mannschaft angepasst. Jetzt muss Trapp raus, weil Joao Felix sensationell da steil geschickt wird. Was für ein toller, was für ein intelligenter Ball, genau in die Schnittstelle der Frankfurter Problemzone in diesen Tagen. Das ist die Abwehr, gut antizipiert von Kevin Trapp. Schon wieder rollt der nächste Angriff der Portugiesen über der Mittellinie auf Joao Felix gespielt. 35 Meter vor dem Tor, zieht den Ball mit der Sohle um sich herum und dann gibt es Freistoß für Benfica Lissabon und Joao Felix windet sich vor Schmerzen unten und sofort ist Makoto Hasebe da, der japanische Abwehrchef von Eintracht Frankfurt, und sagt, naja, so schlimm war es nicht, aber er trifft ihn unten am linken Fuß, auch wenn Felix sich anschließend den Knöchel hält. Aber dieser Ball gerade von Seferovic übrigens, dem früheren Frankfurter, auch Joao Felix, der war fast blind gespielt, Seferovic mit dem Rücken zum Tor, aber gut gemacht von Kevin Trapp. Gellendes Pfeifkonzert, Freistoßchance für Benfica Lissabon, aber auch das keine Sache für einen direkten Freistoß, das ist zu weit weg vom Frankfurter Tor. Nein, nein, da wird nichts passieren. Wollen wir mal nicht unken, aber ich denke wohl nein. Da wird jetzt sicherlich ein Ball gespielt werden in die Spitze. Und ganz ehrlich, mir gefallen diese Aktionen nicht. Hasebe hat eben faul gespielt, dann muss er ruhig sein, denn bei der nächsten gelben Karte wäre er gesperrt. Ausgeführt, der Freistoß auf die rechte Seite, aber zu weit gespielt ins Tor aus. Und es gibt Abstoß vom Tor von Eintracht Frankfurt. Abstoß vom Tor von Torhüter Kevin Trapp. Ja, die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat im Moment ein bisschen Probleme, mit 11 Mann aus dem Spiel rauszugehen. Und das sollten sie mal ein bisschen sich hinter die Ohren schreiben, dass man nicht jede Aktion auch mit dem Schiedsrichter diskutieren muss. Das führt vielleicht nicht immer gleich zur gelben Karte, aber der merkt sich sowas natürlich und irgendwann sitzt die Karte dann lockerer und gerade Hasebe, der eben gefoult und diskutiert hat, ist gelb vorbelastet und würde bei einem möglichen Halbfinale gegen Chelsea London höchstwahrscheinlich fehlen. Deshalb bitte, bitte, lieber Makoto, halte dich in solchen Situationen zurück. Tor von Benfica Lissabon, einer, der in Deutschland bekannt ist, Lacho Dinos. Er ist in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und beim VfB Stuttgart dann auch groß geworden. Und jetzt spielt er bei Benfica eine große Nummer. Ante Rebic, 18 Meter vor dem Tor, schön auf die linke Seite, kommt selbst. Und dann ist genau der Torhüter unten, von dem ich gerade gesprochen habe. Flacher Ball, er taucht ab und greift sich das Leder mit seinen großen orangenen Pranken. Und dann hat er diese Situation gerettet. Aber das war irgendwie auch kein richtiger Schuss von Philipp Kostic. Das war eher so ein Schüsschen, auch sehr, sehr zentral mit der Innenseite, wenig platziert. Also da kann und darf und da muss auch schon mal ein bisschen mehr rauskommen. Wenn er den schön aufs lange Eck bringt, dann steht es hier möglicherweise 1:0 für Eintracht Frankfurt. Wir notieren die erste gute Torchance der Partie in der 8. Spielminute. Und jetzt gibt es eine Verletzungsunterbrechung, beziehungsweise immerhin ist das medizinische Personal auf dem Platz, weil Odysseas Vlachodimos, der Keeper von Benfica, da auf seine linke Schulter gezeigt hat.
und der sofort dann da untersucht wird. Jetzt setzt er sich hin, ungefähr auf der 16-Meter-Raummarkierung. Und jetzt wird mal geguckt, was er mit der Schulter da für Probleme hat. Denn eins ist natürlich auch klar, als Torhüter mit der Schulter Probleme zu haben, das ist keine sonderlich gute Geschichte. Ist vielleicht gerade passiert, als er da runtertauchte bei dem Schuss von Kostic, da ist er so ein bisschen blöd auf die linke Schulter gefallen. Und das wäre natürlich eine Schwächung für den Mann, der einst aus Stuttgart wegging, weil er da keine Option hatte, die Nummer 1 zu werden. Bei Benfica Lissabon ist er das inzwischen, und zwar unumstritten. 9 Minuten vorbei, 0-0 der Spielstand. Gib uns die Chance, nochmal überhaupt auf die Startelf der Eintracht zu gucken heute Abend. Wir haben schon angesprochen, Fallett, der Mann, der seit Januar nicht mehr gespielt hat, muss heute notgedrungen in der Innenverteidigung auflaufen, weil Ndicka im Hinspiel rot sah, weil ein anderer Innenverteidiger, Touré, gar nicht spielberechtigt ist für diese Europa League und weil Martin Hinteregger eben noch verletzt ist. Also Fallett zusammen mit Abraham und Hasebe in der Dreierkette auf den Außenbahnen. Links Kostic, rechts da Costa, Rode und Fernandes im defensiven Mittelfeld. Keine komplett Dreistürmer-Ausrichtung vorne. Paciencia, der Mann, der auch zuletzt häufig getroffen hat, sitzt zunächst mal draußen. Gacinovic hinter den beiden Spitzen, Rebic und Jovic. Ausgeglichenes Spiel in den ersten knapp 10 Minuten. Und die Frankfurter Eintracht schon wieder am Ball mit Kostic in der Linksaußenposition. Kann sich da schön durchsetzen, treibt das Leder. Ist bereits in der Hälfte von Benfica Lissabon, geht auf den Strafraum zu. Ist im Strafraum mit dem linken Fuß hineingezogen. Aber da kommen ihm gleich zwei entgegengesprungen mit einem roten Trikot und klären zum Eckstoß von der linken Seite für die Frankfurter Eintracht. Und Seppel Rode geht da jetzt hinaus zur Eckfahne und anbieten möchte sich da Gacinovic für einen kurzen Ball. Ich bin gespannt, was Sebastian Rode aus diesem Eckstoß macht. Ganz, ganz viele Lissabonner stehen am eigenen 5-Meter-Raum, auch der Torhüter hinten drin kauert. Und dann kommt der Ball kurz gespielt, schön gemacht. Und der Schiedsrichter hat da Kostic irritiert. War eine ganz, ganz dumme Geschichte. Da kann der Schiedsrichter wirklich etwas geschickter sich verhalten. Also er ist ja richtig in diesen Ball hineingelaufen. Das kann passieren. Ja, aber es sollte nicht passieren. Das war, ehrlich gesagt, sah es ein bisschen kappig, wie man sagt, aus. Ne? Jetzt gucken wir auf die andere Seite. Da ist Joao Felix unterwegs. Aber vorher hat es ein Foulspiel gegeben. Spiel ist längst abgepfiffen. Und zwar Freistoß für Eintracht Frankfurt. In solchen Momenten denke ich mir, ehrlich gesagt, der Schiedsrichter kann nicht sonderlich hochklassig gekickt haben früher. Denn den Ball nicht zu antizipieren, da gehört schon einiges dazu. Also den durchzulassen, das kriegt man hin. Das kann man hinbekommen als Schiedsrichter. Keine Frage. Schlechter in dieser Situation von Signore Daniele Orsato aus Italien kommt der Mann. Und er hat Erfahrung mit Benfica Lissabon. Hat sie in der Champions League gepfiffen. Und zwar in der Hinrunde beim 1-5 gegen die Münchner Bayern. Wenngleich man sagen muss, diese Mannschaft war damals eine andere Mannschaft als heute. Jetzt Ante Rebic unterwegs im Lissabonner Strafraum. Läuft den Gegenspieler an und der kann nur klären auf Kosten eines Einwurfs. Der ist sofort ausgeführt. Die Eintracht verliert keine Zeit. Kostic auf dem linken Flügel versucht da zu dribbeln gegen den Gegenspieler. Und dann gibt es die nächste Ecke für Eintracht Frankfurt. Ja, weil der Mann in Rot, der portugiesische Innenverteidiger, weil Ruben Dias zuletzt am Ball war. Und schon hat sich Philipp Kostic, der Linksfuß, den Ball hingelegt. Diesmal macht er selbst. Da hat er keine Lust drauf, dass der Schiri wieder im Weg steht. Rode orientiert sich Richtung Strafraum. Kostic mit dem linken Fuß an den 5-Meter-Raum. Kopfballchance für Simon Fallett. Und dann ballt er die rechte Faust und wirft den Arm Richtung Tor, weil der Kopfball zwar im ersten Moment halbwegs gefährlich aussah, aber dann doch ein gutes Stück vorbeigeht am Tor von Benfica Lissabon. 2-0 steht es übrigens im Parallelspiel zwischen Chelsea London und Slavia Prag. Das ist ja der Halbfinalgegner der Mannschaft, die sich hier in diesem Duell durchsetzt. Chelsea London, das wäre auch nochmal eine schöne Reise im Halbfinale für die reiselustigen Hessen. Und es sieht ganz eindeutig nach Chelsea London aus. Es sind nicht alle Eintracht-Fans glücklich, wenn es denn hier klappen sollte mit Chelsea. Einmal aufgrund der Spielstärke, zum Zweiten aber auch, weil es einfach teurer ist in London als in Prag. Und man muss aber zunächst mal hier seine Hausaufgaben machen und dieses Spiel natürlich hier gewinnen. Ich muss aber sagen, es macht Spaß in diesen ersten Minuten. Die Frankfurter zwar noch keine hochkarätige Chance geliefert, aber sie machen Druck und sie machen es meines Erachtens von der Art, wie sie spielen, ganz richtig, weil sie stehen sicher hinten und setzen vorne die Portugiesen recht gut unter Druck. Ante Rebic, Linksaußenposition, hat den Ball am rechten Fuß mit der Hacke schön auf Kostic gespielt. Kostic schaut, sieht, dass der Schiedsrichter wieder frei ist, aber zieht es vor, auf Jovic zu spielen. Und der schafft es auch, an den Ball zu kommen, aber der Ball ist immer noch im Spiel weit draußen. Rode dann auf Fernandes. Fernandes zurückgelegt auf David Abraham, der Mannschaftskapitän, der ja wieder dabei ist. Hinaus auf die rechte Seite, auf Da Costa. Da Costa auf Gacinovic. Gacinovic dribbelt, fintiert ist auf der rechten Außenbahn auf Da Costa. Da läuft der Ball über mehrere Stationen. Dann ist aber in portugiesische Hand am portugiesischen Fuß. Und jetzt können natürlich die Portugiesen über die linke Seite aufbauen und stehen dort mit 4 gegen 4. Tolle Kontermöglichkeit. Und wer klärt? Simon Fallett steht da ganz genau richtig
und hat diesen Ball abgefangen. Das wäre gefährlich geworden. Hätte zumindest äußerst gefährlich werden können, aber die Frankfurter haben gut gestanden. Und diese Szenen sind natürlich gerade für Fallett jetzt wichtig, dass er sich Sicherheit holt in der Begegnung. Und wenn er so einen Ball abfängt, dann fühlt er sich beim nächsten schon viel, viel mächtiger. Und trotzdem war mir das nicht ganz geheuer aus Frankfurter Sicht, weil da unheimlich viele leere Zwischenräume waren zwischen Abwehr und Angriff in diesem Fall. Und das war auch in den letzten Wochen so ein bisschen das Problem bei Eintracht Frankfurt. Auch im Hinspiel, da stimmten die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht, gerade im defensiven Mittelfeld. Also diese Räume, die müssen sie, wenn möglich, schließen. Benfica Lissabon mit dem Ball am Fuß noch in der eigenen Hälfte. 0-0 der Spielstand, 14 Minuten vorbei. Immer dann, wenn Eintracht Frankfurt früh attackiert, das haben wir auch im Hinspiel gesehen, dann wird's gefährlich. Dann hat die Abwehr der Portugiesen durchaus Probleme. Und wann immer Joao Felix den Fuß am Ball hat, dann passiert was richtig Gutes. Der hat eine Antizipation, eine Spielintelligenz. Das ist Wahnsinn. Jetzt hat Rebic allein unterwegs Richtung Tor. Nein, im letzten Moment geht da noch Jardel mit dem Fuß dazwischen auf Seiten von Benfica Lissabon. Da ist er mit dem Ball ein bisschen zu weit nach rechts rausgetragen worden. Nach einem Fehler da in der Abwehr der Portugiesen. Deswegen nicht ganz freie Bahn für den kroatischen Vize-Weltmeister vom vergangenen Jahr. Um uns rum erheben sich die Menschen, weil sie merken, ihre Mannschaft braucht uns heute Abend. Viertelstunde vorbei, 0-0. Und interessant zu beobachten, Dirk, der Adi Hütter, der macht immer mit den Händen so ein bisschen, als wolle er sagen, Jungs, nicht zu früh, zu viel Gas geben. Lasst euch Zeit, spielt sie euch hin, legt sie euch zurecht. Wir haben erst eine Viertelstunde gespielt, alles ist noch gut. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass er das tut, weil natürlich ein wahnsinniges Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Fans und der Mannschaft mittlerweile hier besteht. Und die Mannschaft lässt sich schon von den Fans nach vorne peitschen. Und das kann natürlich auch ins berühmte Auge gehen. Der Ball jetzt von den Portugiesen auf die rechte Außenbahn gespielt, auf Seferovic. Aber Fallett läuft ihn ab und spielt ihn ganz lässig und souverän zu Torhüter Kevin Trapp zurück. Und Kevin Trapp dann auf Hasebe gelegt, der noch im eigenen Strafraum schaut jetzt, was er machen kann. Wieder zurück auf Trapp. Aber auch die Portugiesen greifen relativ früh an, nicht am Strafraum der Frankfurter, aber ich würde so sagen, ab Mitte der Frankfurter Hälfte versuchen sie zu attackieren, wie jetzt in dieser Situation Hasebe, der aber auf die rechte Seite auf Abraham den Ball weiterspielt. Nein, nein, also der Adi Hütter muss schon aufpassen, dass die Mannschaft nicht blind nach vorne rennt, weil ein Gegentor, Philipp Hofmeister hat es vorhin schon gesagt, ist natürlich eine Sache, die dann hier wirklich die Sache viel, viel schwerer macht. Schöner Ball jetzt in die Spitze auf Gacinovic, aber Lachonimos ist da, läuft den Ball ab und wirft ihn auf die linke Abwehrseite und dann geht er weiter zu Joao Felix, gut gemacht, aber er bleibt hängen. Es gibt Freistoß für die Portugiesen, etwa 10, na sagen wir 15 Meter von der Mittellinie entfernt, halblinke Position, er ist bereits ausgeführt. Was mir gefällt bei den Portugiesen, die spielen gar nicht auf Zeit oder sowas von Beginn an, die machen das Spiel schnell, auch jetzt auf der rechten Seite kommt der Ball in den Strafraum, Hasebe gerade noch mit dem rechten Fuß dran und dann produziert er so eine halb sichere Rückgabe in Richtung von Kevin Trapp und der nimmt den Ball dann ganz entspannt auf. Ja, auf die Abwehr der Eintracht wird es heute ankommen, auf Hasebe natürlich zum einen, aber auf David Abraham, der lange verletzt war und der auch nicht sonderlich viel Spielpraxis hatte in den letzten Wochen und Monaten und eben auf diesen Simon Fallett, der das aber in der Anfangsviertelstunde hier richtig stark macht, der Mann, der so selten spielt, aber der so ungeheuer beliebt ist in der Mannschaft, ganz, ganz feiner und lernwilliger Typ, der aber fußballerisch es schwer hat, sich in dieser Mannschaft durchzusetzen. Jetzt gibt es ein Foulspiel, genau so ist es, im Mittelfeld der Portugiesen an Samaris, der erfahrene Grieche, der in dieser Mannschaft so ein kleiner Fixpunkt ist im zentralen defensiven Mittelfeld. Das Publikum immer da, immer lautstark unterwegs bei jeder Schiedsrichterentscheidung, gerade bei denen, die gegen Eintracht Frankfurt ausfallen. Wir sagen es gerne nochmal, 2-4 endete das Hinspiel aus Frankfurter Sicht. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Auswärtstorregel, dann weiß man, ein 2-0 oder ein 3-1 würde Eintracht Frankfurt reichen fürs Halbfinale, da sie ja die beiden Auswärtstore geschossen haben. Ein 4-2, das ist das einzige Ergebnis, das heute Abend Verlängerung bedeuten würde. Aber davon, Dirk, sind wir ja noch ein ganzes Stück entfernt. Aber wir sind eigentlich schon mittendrin in einem attraktiven Fußballspiel, weil Benfica Lissabon offensiv spielt, sich keinesfalls hinten reinstellt und sagt, lassen wir erstmal die Frankfurter kommen. Und die Frankfurter müssen natürlich einiges für die Offensive tun, weil ohne Tore wird das heute nichts gegen Benfica Lissabon. Zweikampf jetzt im Mittelfeld, dann auf die rechte Seite gespielt. Jetzt kommen wieder die Portugiesen über die zentrale Position, dann auf Haris Seferovic in die Rechtsaußenposition gespielt. Seferovic hat den Ball am linken Fuß und dann ist allerdings Hasebe nach draußen geeilt und hat mit dem rechten Fuß den Ball über die Seitenauslinie gespielt. Und es gibt Einwurf für Benfica Lissabon, etwa in Höhe der Mittellinie. Und Adi Hütter gestikuliert, der ist mittendrin im Spiel seiner Mannschaft, genau wie sein Gegenüber Bruno Lage, der Trainer von Benfica Lissabon, dem Tabellenführer der portugiesischen Liga. Einer Liga,
die nicht ganz zu den Top-Ligen in Europa gehört, aber immerhin gibt es dort drei Mannschaften, die um den Meistertitel regelmäßig spielen. Das ist vor allem Benfica Lissabon und der FC Porto, der auch der aktuelle Meister ist. Und dann kommt noch Sporting Lissabon dazu. Also da gibt es schon Spannung. Und im Moment gibt es vorne einen Gleichschnitt zwischen dem FC Porto und Benfica Lissabon. Benfica will unbedingt wieder die Meisterschaft nach Lissabon holen. Mal sehen, ob es klappt. Wir sind gespannt, aber es ist auf keinen Fall eine Mannschaft, die hier für die Frankfurter Eintracht kein gleichwertiger, ja vielleicht sogar eher ein übermächtiger Gegner ist. Jovic in der Rechtsaußenposition kann sich dann nicht durchsetzen und dann kommt der Torhüter aus dem Tor. Er lässt sich ein bisschen Zeit, Lachodimos, und kann dann den Ball aber an seinen grauen Torwart Schwitter holen und dann aus der Hand abschlagen. Mal schauen, was er macht. Er müsste ihn eigentlich auf den Boden legen, aber die sind markiert, die beiden Außenverteidiger. Also da stellt die Eintracht sehr früh die Spieler zu und dann kommt ein mehr oder weniger blind nach vorne geschlagener Ball von Vlachodimos, der dann aber genauso blind von Vallett ins Seitenhaus gespielt wird. Da macht er auf Nummer sicher in dieser Situation und es gibt jetzt Einwurf für die Portugiesen. Das Ganze weit schon in der Hälfte von Eintracht Frankfurt. Almeida hat eingeworfen und dann hat sich vorne nicht durchsetzen können Jetson. Und es gibt dann den weiten Ball nach vorne. Aber die Frankfurter sind jetzt wieder im Ballbesitz mit Kostic. Kostic kurzgelegt auf Gacinovic. Gacinovic noch in der eigenen Hälfte. Zurück auf Vallett. Vallett mit dem linken Fuß in die Spitze auf Anterevic. Anterevic mit dem Kopf in die Linksaußenposition verlängert. Aber dann kommt mit großen, langen, mächtigen Schritten Ruben Dias und klärt zum nächsten Einwurf für die Frankfurter Eintracht. Das Ganze fast schon in Höhe der Eckfahne. Der Ball kurz ausgeführt auf Gacinovic. Gacinovic hat den Ball am rechten Fuß und dann geht er wieder ins Seitenhaus. Und es gibt noch einen Einwurf. Fast dieselbe Position für Philipp Kostic, der Mann, der so eine überragende Saison spielt, nachdem er erst mit Stuttgart und dann mit Hamburg abgestiegen ist in die zweite Liga, da aber nie gekickt hat, weil er immer wieder eine Anstellung in der ersten Liga gefunden hat. Ante Rebic stellt den Körper rein, einmal, zweimal, dreimal, dann Sebastian Rode, der will Rebic steil schicken, der hat aber nicht mitgedacht. Die Portugiesen können klären, aber nur zunächst mal. Schon wieder Ballbesitz mit Simon Vallett, der wählt aber den sicheren Weg, geht hintenrum über Hasebe und über Rode und Fernandes läuft der Spielaufbau. Wieder Sebastian Rode, einer von vielen Frankfurtern, der ja nur ausgeliehen ist und dann gibt es eine kleine Ungenauigkeit da zwischen Gacinovic und Rebic. Also so richtig zwingend ist das noch nicht bei Eintracht Frankfurt. Vielleicht jetzt mit Vallett, der spielt auf Gacinovic. Gacinovic auf Kostic, fast auf der Grundlinie und holt immerhin eine Ecke raus. Und hören Sie mal, hier ist kein Tor gefallen. Hier wird Ecke gegeben, wollte ich sagen. Und dann ist aber die Fahne des Assistenten oben. Und auch der Schiedsrichter hat das, glaube ich, ein bisschen spät gesehen. Deswegen Abseitsposition von Philipp Kostic. Und es gibt Abstoß, nee, es gibt Freistoß für Benfica Lissabon. Almeida übrigens ist liegen geblieben hinter dem Tor. Vor der Bande ist da umgeknickt, als er versuchte, diesen Flankenball von Kostic zu verhindern. Sofort wieder das medizinische Personal auf dem Rasen. Und der Abseitspfiff, der war in Ordnung, war knapp, aber es war eine Abseitsposition. Auch wenn es so laut ist, hören Sie vielleicht trotzdem, dass wir darüber hinaus auch heute Abend ein tolles Angebot für Sie haben. Social Radio bei uns, www.hessenschau.de. Surfen Sie mal vorbei und schauen Sie rein. Sie können mitdiskutieren mit uns hier auf der Reportertribüne. Und obendrein servieren wir Ihnen auch noch das Witzigste, das Schlauste, das Lustigste, was das Internet rund um dieses Spiel zu bieten hat. www.hessenschau.de und dann finden Sie unser Social Radio. Hoffentlich, Dirk, findet Eintracht Frankfurt irgendwann mal richtig den Weg zum Tor. Eine gute Chance von Kostic haben wir gesehen, da konnte Vlachodimos parieren. Jetzt sind die Portugiesen vorn. Kommen über die linke Seite, aber die Frankfurter Eintracht ist dazwischen. Kann klären, gut gemacht. In diesem Moment von Da Costa, der spielt den Ball auf die Rechtsaußenposition. Anterevic versucht ihn sich zu holen, hat ihn sich geholt, schön gemacht, geht auf den Strafraum zu, ist im Strafraum, halbrechte Position, in die Mitte auf Jovic gespielt, Ball kommt wieder zurück zu Rebic und dann ist er weg. Dann ist er weg, war eine gute Angriffsaktion, aber die Frankfurter Eintracht wieder im Ballbesitz. Mit Simon Vallett, halblinke Position, dann hinausgespielt auf Kostic, der ist schon an der Außenlinie, dribbelt, holt sich den Ball auf den linken Fuß, jetzt müsste er flanken in die Mitte, tut das auch, schön geflankt, aber abgewehrt und dann hat Joao Felix den Ball und treibt ihn in der eigenen Hälfte noch mit großen Schritten, ist jetzt über die Mittellinie gegangen, halblinke Position und dann versucht er seinen Kollegen im Sturm einzusetzen, Hari Seferovic, aber Seferovic ist da in die andere Richtung gelaufen und deshalb erreicht der Ball von Joao Felix nicht sein Ziel, das Hari Seferovic heißt und die Frankfurter Eintracht kann aus der eigenen Hälfte wieder aufbauen. Und ganz ehrlich, es wird viel diskutiert über die Kommerzialisierung des Fußballs. Es wird viel diskutiert über den Missbrauch des Ehrenamts durch einige. Und das macht natürlich einigen Fußballfans ganz, ganz große Sorgen. Und es gibt auch zahlreiche, die total angenervt sind. Und dennoch
Wir lieben diesen Sport, weil das ist die Faszination Fußball, die wir heute Abend erleben. Und die macht Spaß, Freude und ganz ehrlich, mein Herz, das springt. Und nicht, weil ich Herzrhythmusstörungen habe, sondern weil es einfach ein toller Abend ist. Was für ein Plädoyer für den Fußball und vor allen Dingen für die Europa League mit Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Der letzte deutsche Vertreter im Europapokal, die einzige Mannschaft, die um den Einzug ins Halbfinale kämpft und die jetzt kommt über die halblinke Seite. Gacinovic auf Rebic gespielt, Doppelpass, bisschen zu ungenau, die Portugiesen sind dazwischen. Es ist alles vor dem Tor, wenn es halbwegs gefährlich wird, noch nicht so richtig auf Feintuning gestellt bei der Eintracht. Da sind zu viele Ungenauigkeiten noch im Spiel, die der nächsten klaren Torchance hier bislang im Wege stehen. Publikum ist weiter da, Einwurf kommt von Philipp Kostic auf der linken Seite in Richtung von Ante Rebic, zunächst mal geklärt auf Seiten der Portugiesen. Dann Simon Fallett, der spielt den Ball Richtung Spitze, findet aber nur die Brust eines portugiesischen Verteidigers. Die Gäste aus Lissabon vielleicht mal mit der Chance schnell umzuschalten über Rafa Silva, für mich der zweitbeste Spieler im Hinspiel, neben dem Wunderkind Joao Felix natürlich, der 19-Jährige mit dieser Haarpracht dieser Jugendlichen, der noch eine Zahnspange trägt und der so wunderbar sich bewegt. In Portugal sagen sie, er schwebt über den Platz, so leichtfüßig wie der unterwegs ist. Haben wir heute Abend auch schon ansatzweise gesehen, wenngleich die ganz große Dominanz wie im Hinspiel hat er doch nicht. Es ist ein intensives Spiel, ganz viele Zweikämpfe auch jetzt im Mittelfeld. Silva hat den Ball im Anschlusskreis hinausgespielt auf die rechte Seite. Dort ist es David Abraham. David Abraham hat den Ball im Blick und schaut, wo er ihn hinspielen kann. Auf Fernandes. Fernandes in der zentralen Position wieder auf Abraham. Abraham auf Hasebe zurück. Das Ganze ohne echten Raumgewinn. In der zentralen Position hat dann Gacinovic den Ball schön mit dem rechten Fuß nach draußen gespielt auf Da Costa, aber zu weit. Er geht ins Tor aus und es gibt Abstoß vom Tor von Torhüter Vlachodimos und der steht im Kasten von Benfica Lissabon. Wir haben jetzt 25 Minuten gespielt, es steht 0-0 und das Spiel ist nicht unbedingt hochklassig. Und trotzdem ist es ein toller Euroleague-Abend, ganz einfach, weil die Zuschauer, der 12. Mann der Frankfurter Eintracht, ihren Teil dazu beitragen. Es ist eine wahnsinnige Stimmung, eine mitreißende Atmosphäre und bislang haben wir leichte Vorteile für Eintracht Frankfurt gesehen, ohne wirklich gute Chancen. Jetzt aber Benfica Lissabon mit Haris Seferovic. Der hat den Ball am linken Fuß und dann ist dazwischen Fernandes und der holt einen Einwurf raus, sogar für die Frankfurter Eintracht. Das hat er klasse gemacht, der Schweizer im Trikot von Eintracht Frankfurt. Jovic dann im Zweikampf in diesem Moment mit Jardel, dem Mannschaftskapitän von Benfica Lissabon. Der spielt aber zurück zu Vlachodimos und jetzt können die Portugiesen wieder aus der eigenen Abwehr aufbauen. Sie machen das gut. Joao Felix wird zwar gesucht, wird immer wieder angespielt. Er konnte sich aber noch nicht ansatzweise so in Szene setzen wie im Hinspiel. Und es gibt auch kritische Stimmen, die sagen, es ist wirklich ein Jahrhunderttalent, wie Adi Hütter gesagt hat. Aber er ist einer, der zu Hause dieses Magische in sich hat und auswärts das ab und zu mal in der Tasche vergisst in der Kabine. Es ist ein kleines Wunder, dieser Spieler. So sagen sie auch in Portugal. Aber wie gesagt, heute Abend ist noch nicht allzu viel von ihm zu sehen. Jetzt vielleicht von Gacinovic. Schön hinausverlagert. Linke Seite, Kostic am Strafraum. Flachpass in die Mitte. Das lange Bein eines Portugiesen ist da. Zweiter Ball bei Kostic. Der chippt den Ball in Richtung des Strafrauminneren. Aber dann ist mit der 34 André Almeida, der Außenverteidiger, am Ball. Und der rollt über die Grundlinie. Eckball gibt's für Eintracht Frankfurt. 27. Spielminute läuft. 0-0 der Spielstand. Philipp Kostic hat die Hände in die Hüften gestemmt und wird den Ball jetzt gleich mit seinem gefährlichen linken Fuß nach innen bringen. Das macht er. 5 Meter am Kopfball. Versuch zunächst mal abgewehrt. Der trudelt Richtung Grundlinie und dann kommt eine hohe und lange und weite Kerze. Ein Befreiungsschlag, die Sebastian Rode überragend direkt verarbeitet, indem er zurückspielt zu Gelson Fernandes. Und dann landet der Ball bei Keeper Kevin Trapp. Wir machen nochmal eine kleine Weltreise, als ob Europa nicht genug wäre für Eintracht Frankfurt in diesen Tagen bei uns im Social Radio auf hessenschau.de. Wir haben Grüße bekommen aus Kiew beispielsweise, Ukraine. Auch da war der Eintracht-Tross ja schon in dieser Saison. Outer Banks, North Carolina hat gegrüßt. In New Mexico hört man uns entlang der Route 66 auf Kuba. Und nicht zu vergessen, Semmering in Österreich. Wenn das nicht der erste inoffizielle Adi Hütter und Martin Hinteregger Fanclub ist. Liebe Grüße an alle. Lasst Grüße da bei uns im Social Radio auf hessenschau.de. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid heute Abend hier an diesem Abend, der hoffentlich noch ein magischer wird für die Eintracht. Sebastian Rode im Mittelfeld am Ball und dann gibt es Einwurf für die Frankfurter Eintracht. Etwa 20, 25 Meter in der Hälfte von Benfica Lissabon. Kostic hat ihn ausgeführt und dann tropft der Ball Jovic vom Fuß
Und dann holt ihn aber Sebastian Rode wieder, hat er toll gemacht. Kostic auf Ante Rebic. Ante Rebic, halblinke Position. Dribbel fittiert, könnte schießen, müsste schießen. Und dann bleibt er allerdings hängen. War eine gute Möglichkeit für Ante Rebic. Und jetzt der Konter von Benfica Lissabon. Seferovic auf der Linksaußenposition. Aber Hasebe hat das gut gemacht, bekommt dann einen Schubser von Seferovic. Und nicht nur das, er bekommt auch einen Freistoß. Und das war mehr als recht in dieser Situation. Und jetzt können die Frankfurter sich hinten raus wieder sortieren. Die Frankfurter haben bisher noch keine wirklich hochkarätigen Chancen rausgespielt. Aber sie spielen es ganz gut dort. Und sie zeigen vor allem eines, was immer wieder gefordert wurde vor diesem Spiel, Philipp. Geduld, Geduld und nochmal Geduld. Ja, aber irgendwann ist die Geduld auch am Ende. Also ergebnistechnisch natürlich. Eine gute Chance würde ich doch die von Philipp Kostic nennen, wo er da zum Abschluss kam. Aber klar, eine hundertprozentige, die war jetzt noch nicht dabei. Man muss aber auch sagen, die Portugiesen spielen das gut. Mit einer gewissen Körperlichkeit, aber auch, finde ich, mit einer enormen Ballsicherheit im Aufbauspiel, das es schwierig macht für die Eintracht, tatsächlich mal den Gegner unter Druck zu setzen. Jetzt kommt mal so eine Art Verzweiflungstat da von Philipp Kostic, der aus 30 Metern halblinks einfach mal flach drauf hämmert. Aber der Ball geht 5-6 Meter rechts vorbei. Das war mein Hämmerchen. Das war ein Hämmerchen. Die Stimmung übrigens ist auch deswegen so gut, und das müssen wir auch mal erwähnen, weil der Gästeblock richtig prall gefüllt ist, weil rund 5000 Portugiesen auch hier im Stadion sind. Ohnehin eine tolle Fangemeinde da von Benfica Lissabon. Das haben wir schon vor einer Woche in Portugal erlebt. Auch viele Eintracht-Fans, die dort waren in Lissabon, können das bestätigen. Ganz großartige Fangemeinde. Viele Verbrüderungsaktionen hat es da gegeben. Jetzt kommt Haris Seferovic für Benfica Lissabon. Ist schon am Frankfurter Strafraum. 3-4 Schwarze, sprich Frankfurter, um ihn herum. Hasebe klärt mit der Hacke. Also wenn er das so wollte, dann aber Chapeau. Und ich glaube, das wollte der Grand Senior der Eintracht-Mannschaft genauso. Luka Jovic auf der anderen Seite könnte den Konter einleiten. Bleibt am Ball, hat ein bisschen Glück. Dann Ante Rebic, 35 Meter vor dem Tor. Auf Jovic gespielt. Jovic, 20 Meter, Linksschuss abgefälscht. Das war auch wieder kein Schuss, oder? Nee, also irgendwie, die Schüsse funktionieren heute nicht so richtig. Das sind allesamt böse Rohrkrepierer. Also die treffen den Ball nicht mal. Und wenn du den Ball nicht triffst, hast du große Schwierigkeiten, das Tor zu treffen. Also da vorne klappt es heute nicht so. Und ich bin ja ein großer Fan von Sebastian Haller, der manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Der ist unglaublich wichtig für das Spiel, weil er wie so eine Billardbande immer wieder zur Verfügung steht, Bälle verteilt vorne, sehr, sehr uneigennützig spielt. Ich habe noch keinen Spieler gesehen, der so ein hochkarätiger Angreifer ist und gleichzeitig so gut nach hinten arbeitet und dann selbst auch noch Tore schießt. Und das sind auch häufig entscheidende. Also Sebastian Haller fehlt an allen Ecken und Enden. Jetzt haben wir Fallett. Fallett ist bereits in der Hälfte von Benfica Lissabon. Hat den Ball am linken Fuß kurz gespielt auf Jovic. Jovic hat den Ball. Schön, nee, es ist Rebic. Rebic setzt sich da ganz gut durch. Ist immer noch am Ball. Halblinke Position, schön in die Mitte gespielt. Und dann hektische Klärungsaktion vom Mannschaftskapitän. Und dann kommt der Torhüter aus dem Tor. Zunächst war es Jardel und dann Lachodimos. Jetzt haben wir die Möglichkeit zum Konter für Benfica Lissabon. Der Ball geht aber in Seiten aus. Und es gibt einen Wurf für Eintracht Frankfurt. Ja, es steht immer noch 4-2 für Benfica Lissabon. Aus dem Hinspiel das Ergebnis. Hier noch keine Tore gefallen. 31 Minuten gespielt und es steht zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon 0-0. Dieser große portugiesische Club, die waren 36 Mal portugiesischer Meister. Das ist ja selbst mehr Titel nationaler als der FC Bayern gesammelt hat. Da sind es nur 28. Also das ist schon eine Hausnummer im europäischen Fußball, wenngleich sie auf einen Europapokaltriumph schon lange warten. Da gibt es eine ganz besondere Geschichte zu dieser Geschichte, aber die erzählen wir vielleicht später irgendwann im Laufe dieses Spiels. Denn jetzt sind wir in der 32. Spielminute und es knistert noch immer, was die Atmosphäre angeht, aber es kracht noch nicht, was die Tore betrifft auf Frankfurter Seite, weil, ich bleibe dabei, die Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne noch zu häufig auftreten, weil sie keine klare Linie dort haben. Jetzt vielleicht mit Gacinovic, der lässt prallen auf Rode. Dann ist es Kostic, der hat Platz auf dem linken Flügel. Kostic auf Höhe des Strafraums. Linksflanke hinein in Richtung zweiter Posten. Die wird lang, die wird richtig lang. Die wird so lang, dass sie auf der anderen Seite ins Aus geht. Es bleibt beim 0-0. 4-1 steht es übrigens inzwischen im Parallelspiel. Chelsea gegen Slavia Prag. Ein 4-1, das wäre doch auch ein Ergebnis, das die Frankfurter heute Abend sehr, sehr gerne hier am Ende auf der Tafel, beziehungsweise ist ja inzwischen ein Würfel, gerne stehen hätten. Knapp 33 Minuten vorbei,
0-0. Dirk, was halten wir von der ersten halben Stunde? Naja, wir waren ja beide auch in Lissabon gewesen und hatten uns vor dem Spiel unterhalten und haben gesagt, ein 4-2 und eine Verlängerung ist eigentlich wahrscheinlicher bei diesen beiden Mannschaften als ein 2-0. Das muss man ein bisschen revidieren. Nach einer guten halben Stunde haben nämlich beide nach vorne nicht allzu viel zu Wege gebracht. Beide stehen hinten eigentlich ganz gut. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, dass wirklich beide Mannschaften, sowohl Eintracht Frankfurt als auch Benfica Lissabon, sehr, sehr diszipliniert hier zu Werke gehen und hinten ganz, ganz deutlich machen, hier lassen wir nichts anbrennen. Und die Geduld, die Trainer Adi Hütter gefordert hat, die wird von Eintracht Frankfurt im Moment gelebt. Hoffentlich wird sie nicht im Laufe des Spiels irgendwann überstrapaziert, weil irgendwann musst du natürlich schon treffen, weil ein 0-0 bringt dich nicht weiter. Aber ich glaube, eine halbe Stunde Spielzeit, da bleibt noch ganz, ganz viel Zeit. Im Moment sind es 57 Minuten, um hier aus diesem 0-0 mehr zu machen. Ich sag's nochmal, ein 2-0 würde ja Eintracht Frankfurt genügen. Ebenso ein 3-1 oder ein 3-0 oder ein 4-0 wird natürlich auch genügen. Aber dazu bedarf es noch ein bisschen was, weil so diese ganz große Gefahr geht von den Eintracht-Offensivkräften heute bisher jedenfalls noch nicht aus. Ja, es fehlt so ein bisschen die Wucht auch noch im Frankfurter Spiel. Und wie gesagt, die Präzision im letzten Drittel, gerade in der Box, da hat die Eintracht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber sie wollen, das ist der Mannschaft anzumerken. Und das schreibt auch der User Fishtown bei uns im Social Radio auf www.hessenschau.de. Der schreibt, um mal ganz ehrlich zu sein, mir egal, was heute noch passiert. Ich liebe diese Mannschaft. Die Jungs haben so einen Willen. Die geben alles. Das ist so geil. Und auch ich glaube, wenn es rausgeht für die Eintracht, dann geht's raus mit Applaus. Noch aber ist es nicht so weit. Zwei Tore in knapp einer Stunde für diese Mannschaft allemal machbar. Jetzt kommt sie wieder, aber der Steilpass auf Rebic, der ist zu steil. Und das ist genau das, was ich seit 20 Minuten jetzt sage, dass irgendwie der letzte Punch, diese Ungenauigkeiten, die verhindern, dass es bei der Eintracht mal wirklich so handfest torgefährlich wird. Ich meine, Ermüdung findet ja erstmal im Kopf statt, nach so einer langen Saison, in so einer langen Saison. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob die Eintracht kopfmüde ist. Und das führt dann zu solchen Fehlern, weil es ist ja nicht so, dass Jovic oder Rebic dort vorne keinen genauen Pass mehr spielen können. Das können die, überhaupt keine Frage. Und es ist auch so, dass das kräftemäßig die nicht überfordert, den Fuß da richtig zu stellen. Aber es fehlt ganz einfach so diese letzte Konzentration. Es fehlt der letzte Millimeter in der Präzision im Spiel. Und das führt eben dann dazu, dass diese Chancen nicht gut zu Ende gespielt werden und deshalb auch nicht zu echten Möglichkeiten werden. Weiter Ball jetzt von Valletta auf die rechte Seite, auf Da Costa mit dem Kopf in die Mitte, aber da ist weit und breit keiner. Und Lachodimos kann den Ball abfangen und schlägt ihn dann auch sofort nach vorne. Das war aber jetzt auch nicht der Weisheit. Letzter Schluss, denn der Ball landet direkt in den Armen von Kevin Trapp und einer aus Lissabon war da weit und breit nicht zu sehen. Kostic, den Ball zurückgelegt auf Valette. Valette macht kein schlechtes Spiel bisher. Auf Rode gelegt. Rode, halblinke Position, noch in der eigenen Hälfte auf Fernandes gespielt. Fernandes hat den Ball am rechten Fuß im Anstoßkreis hinaus auf die rechte Seite auf Abraham. Abraham dann auf Da Costa. Sie machen es jetzt schön hintenrum. Da Costa geht in die Mitte auf den Sebastian Rode. Der spielt in der zentralen Position. 25 Meter vor dem Tor. Dann Ante Rebic hat den Ball. 18 Meter vor dem Tor. Müsste jetzt schießen. Zurückgelegt. Dann kommt der Schuss von Gacinovic. Pfosten, Kostic. Philipp Kostic, der Linksverteidiger mit dem wahnsinnigen Offensivbums, den er in seinem Fuß hat, mit dieser brachialen Torgefahr. Und jetzt war das Spielglück mal richtig auf Seiten von Eintracht Frankfurt, dass der Schuss von Gacinovic vom Pfosten so zurückprallt, direkt vor die Füße von Philipp Kostic. Und er schiebt den ins lange Eck, weil Blachodimos noch am Boden liegt. Guter Angriff der Eintracht. Viel Platz für Ante Rebic. Die Chance war gefühlt schon vorbei. Ich wollte ihn schon beschimpfen, weil er eigentlich da sich viel zu viel Zeit gelassen hat. Aber dieses Tor hätte nicht zählen dürfen, denn beim Schuss von Gacinovic stand Philipp Kostic ziemlich klar im Abseits. Aber Dirk, wir haben in der Europa League keinen Videobeweis. Jetzt geht's für den Schiedsrichter Daniele Orsato raus an die Bank, weil es da Gesprächsbedarf gibt. Frage ist, was passiert jetzt? Also klar ist, das Tor zählt, weil was soll auch anderes passieren? Es gibt keinen Videobeweis in der Europa League. Und das ist dann aus Frankfurter Sicht der Vorteil, wenn du Europa League spielst und nicht Champions League. Denn in der Champions League hätte dieses Tor nicht gezählt. Eine ganz klare Abseitsposition, die ein Schiedsrichter auf diesem Level bzw. sein Assistent in diesem Fall eigentlich sehen muss. Aber ich glaube, diese ganzen Diskussionen bringen nichts. Die werden immer wieder geführt nach den Entscheidungen des Schiedsrichters. Aber sie sind ganz einfach nicht zielführend. Da steht Kostic in der Tat im Abseits und es ist auch eine einheitliche Spielsituation. Es ist auch ein Meter Abseits, vom fast. Pfosten zurück auf ihn. Der Pfosten ist Luft in dem Moment. Das ist wie ein direkter Pass. Klar, aber es ist, wie es ist.
Und in dem Moment sind die Frankfurter auf der glücklicheren Seite. So sieht's aus. Philipp Kostic, der Torschütze. Treffer zählt. Wie gesagt, was soll anderes passieren? Ich wollte gerade sagen, das ist wie früher in den guten alten Zeiten, wo es noch keinen Videobeweis gab. Während die Eintracht, wollte ich sagen, schon wieder unterwegs ist Richtung Tor von Benfica. Und kurz vor der Chance, Dirk, hatte ich folgenden Satz im Kopf. Wenn hier das 1:0 fällt, dann wird hier aber mächtig was los sein. Tauchen Sie mal ein mit uns. So klingen 48.000, die jetzt schnuppern am Europa-League-Halbfinale. Die Hälfte der Miete ist geschafft. Ante Rebic, Steilpass auf Jovic und dann gerade noch geklärt von Ruben Dias, dem Innenverteidiger bei Benfica Lissabon. Ja, jetzt ist das Momentum natürlich auf Seiten der Eintracht, wenngleich, wir sagen es nochmal, der Treffer irregulär war. Aber so ist das eben im Fußball. Und damit muss Benfica Lissabon jetzt umgehen. Eine Mannschaft, die durchaus Probleme hat bei Auswärtsspielen in dieser Saison. Die jetzt aber kommt über die rechte Seite mit Rafa Silva. Ist im Frankfurter Strafraum und verletzt, stellt den Stiefel dazwischen. Und dann schießt er sogar noch den Rafa Silva an beim Klärungsversuch. Und deswegen gibt es nicht mal Ecke, sondern es gibt Abstoß für Eintracht Frankfurt. So, wir senken mal kurz die Stimme. 39 Minuten vorbei. Und ich glaube, Bruno Lage, der Trainer der Portugiesen, bei dem manche sagen, er heißt Lage, andere sagen Lagi. Auf jeden Fall schreibt er sich Lage auf Deutsch. Ich verstehe es nicht so genau, aber ich war schon ein paar Mal in Portugal und auch in Brasilien. Auf das Portugiesisch komme ich nicht klar. Der hat jedenfalls, Dirk, sich so laut beschwert, dass jetzt was passiert ist? Dass er auf der Tribüne sitzt und er einen Luxusplatz hat dort draußen, wo er alles viel, viel besser sieht. Aber natürlich fehlt der Trainer der Mannschaft jetzt dort unten, weil es ist nicht zu unterschätzen, wie ein Trainer doch auf seine Mannschaft einwirken kann während eines solchen Spiels. Ich glaube, die Frankfurter Eintracht darf jetzt nicht den Fehler machen, beglückt durch diesen Treffer und beflügelt durch die Fans draußen zu sehr Druck nach vorne zu machen. Es ist schwer, aber man muss jetzt eigentlich wieder den Gang zurückschalten und muss das Geduldsspiel von vorhin fortsetzen. Ganz cool und lässig agieren. 40 Minuten sind gleich gespielt. Eintracht Frankfurt führt mit 1:0. Und jetzt ist es nur noch ein Tor, das fehlt zum Erreichen des großen Ziels, zum Erreichen des Halbfinals der Euroleague. Der Gegner steht ja im Grunde fest mit Chelsea London. Weiter Ball in die Hälfte von Benfica Lissabon. Rebic hat den Ball bekommen, auf Jovic gespielt. Jovic kommt aber nicht richtig dran an den Ball. Abgewehrt zunächst von Lissabon, aber Gacinovic hat ihn direkt auf die Brust bekommen. Kurzer Abspiel und dann hat er sich ein bisschen abgehoben, da der Gacinovic. Aber das war kein Foul und deshalb richtige Entscheidung vom Schiedsrichter hier weiterspielen zu lassen. Ist eigentlich gar kein so abgehobener Typ, der Mijat Gacinovic, sondern ein ganz bodenständiger, feiner Kerl, der übrigens auch schon richtig gut Deutsch spricht. Okay, ein paar Jahre ist er jetzt auch schon da, aber auf jeden Fall ist das ein total netter Kerl. Da hat er allerdings zu sehr den Freistoß gewollt und der Schiedsrichter Daniele Orsato ist nicht drauf reingefallen. Danny da Costa auf der rechten Seite versucht, Luka Jovic mitzunehmen, von dem wir heute Abend bislang eigentlich noch gar nichts richtig gesehen haben. Auch das Zusammenspiel da ganz vorne mit Ante Rebic ist noch nicht so richtig ausgefeilt. Andere Seite Seferovic im Abseits. Hoffen wir, dass das Gespann diesmal richtig lag mit der Abseitsentscheidung. Sah aber auf jeden Fall klar so aus. Da habe ich nochmal nachgeguckt, Dirk. Es gibt einen Videoschiedsrichter in der Europa League, aber erst im Finale. Also auch im Halbfinale noch nicht. Erst beim Endspiel dann am 29. Mai in Baku. Viele Eintracht-Fans haben das ja schon lange auf dem Zettel. Die haben teilweise schon im Herbst Flüge gebucht, Hotelzimmer reserviert. Völliger Wahnsinn. Und ganz ehrlich, jetzt gerade schnuppert die Eintracht eben ein bisschen an diesem Halbfinale zumindest. Und am Halbfinalgegner, der wahrscheinlich FC Chelsea heißt und aus der Premier League kommt. 41,5 Minuten durch. Alle, alle, SGE heißt es im Waldstadion von Frankfurt, das ich noch immer so nenne, ganz egal, wie es offiziell heute heißt. Und die Eintracht kommt mit Philipp Kostic auf dem linken Flügel, der da das lange Bein ausfährt. Der versucht, sich den Ball zu holen. Portugiese ist dann dran und es gibt Einwurf für Benfica Lissabon. Also, sieht doch ganz gut aus, oder? Es sieht hervorragend aus, genau wie der Herr in der Coachingzone dort unten bei Benfica Lissabon. Was ist das eigentlich für eine Kleidung, die der hat? Das sieht aus, als hätte er eine schwarze Hose an, die er sich bis über den Bauchnabel nach oben gezogen hat und ein weißes Hemd von innen. Es ist aber wohl ein modischer Trainingsanzug, der anders aussieht. Ante Rebic ist im Strafraum, halblinke Position. Jetzt Kostic bereits an der Grundlinie, müsste den Ball zurückschnippen, macht er auch auf den Kopf von Jovic und der in Rücklage. So wie wir es von Dirk Nowitzki kennen im Basketball. Und dann köpft er den Ball über das Tor. Er war vielleicht ein bisschen zu klein. Und ich sage,
Wenn Jovic hier Paciencia hieß, dann wäre das ein Tor gewesen. Nicht, weil der besser ist, sondern weil er größer ist. Und weil er letzte Woche genauso einen gemacht hat. Im Rückwärtsfall, im Nowitzki-Style, lustigerweise letzte Woche, kurz nach dem Rücktritt von Dörkulis, als der sich auch noch mit einem Eintracht-Trikot auf der Bühne als Frankfurter Fußballfan geoutet hat. Jetzt gerade Spiel unterbrochen, weil Simon Fallett, der Eintracht-Verteidiger, am Boden liegt, hält sich da ein wenig den Kopf. Gab da einen kleinen Zusammenprall im Luftduell mit seinem Gegenspieler. Ein paar Meter hinein in die Hälfte von Eintracht Frankfurt. Der Herr mit der hochgezogenen Hose übrigens, der mir auch aufgefallen ist aufgrund seiner etwas merkwürdigen Kleidung, das ist der, der jetzt offenbar da unten die Mannschaft von Benfica trainiert effektiv. Wahrscheinlich ist es der Co-Trainer von Bruno Lage, der Mann, der jetzt da unten das Sagen hat. Zumindest steht der immer wieder jetzt auf und versucht, die Mannschaft zu coachen. Ist natürlich eine Schwächung für die Mannschaft, wenn der Cheftrainer eben auf der Tribüne sitzt und der wird da jetzt umringt von Eintracht-Fans, die ihn da mit Sprechchören auch noch voll dröhnen. Also das wollen wir mal sehen, wie das weitergeht. Auf der anderen Seite Rafa Silva mit dem Schussversuch wird abgeblockt von der Frankfurter Abwehr. Ball ist doch auf der halblinken Seite. Benfica weiter in Ballbesitz. Sie hören das an den Pfiffen. Steil gespielt in Richtung Grundlinie. Vielleicht die Chance für Jardel, den Ball reinzubringen. Aber guter Zweikampf von Gelson Fernandes. Und da Costa schießt den Gegenspieler an. Einwurf für die Eintracht aus der eigenen Hälfte. Das Flutlicht ist an. Es war ein wunderschöner Tag in Frankfurt. 20 Grad, Sonnenschein, perfektes Fußballwetter. Und irgendwie war es so kribbelig und hippelig den ganzen Tag, dass man schon gedacht hat, heute Abend, da kann was gehen. Und stand jetzt um 21 Uhr und 44 Minuten bräuchte Eintracht Frankfurt nur noch ein weiteres Tor, um das Halbfinale der Europa League zu buchen. Vielleicht ja jetzt auf den letzten Metern der ersten Hälfte. Und dann schimpft der Ante Rebic, weil der Steilpass von Kostic viel zu steil war. Larinimos hat den Ball, der Torhüter von Benfica Lissabon legt ihn sich auf den Boden und schlägt ihn in die Hälfte von Eintracht Frankfurt. Da Fallett im Kopfballduell mit einem Portugiesen. Das kann er nicht gewinnen, aber der Ball kommt dann doch über Hasebe zurück zu Torhüter Kevin Trapp, der ihn vom Boden weit in die Hälfte von Benfica Lissabon schlägt. Ich glaube, nach 44,5 Minuten kann Eintracht Frankfurt mit diesem 1:0 sehr, sehr zufrieden sein, auch wenn sie vielleicht jetzt noch einmal kommen mit Kacinovic. Auf Rebic gespielt. Rebic, halblinke Position, setzt sich da durch gegen 3-4. Man kennt das ja, wenn er den Ball schön lupft und dann hinaus auf da Costa in die Mitte gespielt, abgewehrt. Wieder Rebic am 16-Meter-Raum, genau auf der Linie steht er. Schön auf Kostic gespielt, halblinke Position und da hat er zu lange gebraucht. Da hat er zu lange gebraucht, bis er den Ball sortiert hatte. Der Filip Kostic, der hätte einfach früher schießen müssen. Das hat er nicht getan, aber es war wohl auch vorher abgepfiffen und deshalb hätte er auch schneller sortieren können. Das wäre dennoch nichts geworden. Ich muss nochmal auf die Trainingsanzüge in der Coachingzone kommen, während ich sehe, dass 3 Minuten nachgespielt wird. Der Trainer Lars hat diesen Trainingsanzug nicht an. Und ich glaube, ich sage das jetzt scherzhaft, es wirkt sich nachteilig auf den Co-Trainer aus, der jetzt die Anweisung gibt, weil ich müsste da lachen, wenn der mit diesem komischen Ding da rumlaufen würde. Es sieht wirklich aus wie ganz früher, wenn so einer auf den Bolzplatz kam mit so einem komischen Trainingsanzug hochgezogen bis an die Brustwarzen und da durfte er manchmal nicht mitspielen. Aber mitspielen tun die Frankfurter mit der Costa und der tritt über den Ball. Herrje, Mensch, 17 Meter vor dem Tor, da musst du doch den Pille treffen, um den Ball aufs Tor zu bringen. War aber auch sein schwächerer Dirk. Sei nicht so streng mit ihm, es war der Linke. Er hat doch zwei. Er hat die fußballerische Ausbildung in den neuen Bundesländern vielleicht nicht genossen. Da wurde noch Wert gelegt auf Beidfüßigkeit. Danny da Costa aber hat nur einen rechten. Und deswegen sah das da ein bisschen kappig aus, wie du so gern sagst, von Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt. Wir sind in der Nachspielzeit. Eine der 3 Minuten ist bereits abgelaufen. 1-0 steht es für Eintracht Frankfurt. Simon Fallett setzt den Körper gut ein. Was macht der für ein überragendes Spiel heute Abend da in der Eintracht-Abwehr? Und zu Recht stehen die Menschen da auf und feuern ihn an. Die Eintracht ist näher dran am zweiten Treffer als Benfica am ersten. Und was auch gerade uns wieder aufgefallen ist, wann immer die Eintracht da vorne mit Wucht und mit Spielfreude auf das Tor der Portugiesen zurennt. Also die Abwehr, das ist wirklich eine Schwachstelle bei Benfica Lissabon. Haben wir letzte Woche schon festgestellt, haben wir am Wochenende festgestellt, da haben sie gegen Vitória Setúbal auch 2 Gegentore kassiert. Also die sind zu knacken. Aber dann muss Eintracht Frankfurt mehr Präzision haben als über weite Strecken der ersten Hälfte. Jetzt Sebastian Rode, dann Danny da Costa, versucht den Steilpass zunächst mal abgefangen. Nochmal Rode, halbrechte Position. 25 Meter nimmt ein bisschen das Tempo raus. Gut 1 Minute noch auf der Uhr in der ersten Hälfte. Abraham verteilt rechts auf den Flügel. Wieder zu da Costa, der könnte nach innen ziehen. Ah, den linken benutzt er jetzt erstmal nicht mehr. Und das aus Gründen. David Abraham wieder in halbrechter Position. Dann da Costa mit dem rechten Fuß versucht, da rein zu flanken flach. Und der Ball prallt vom Gegenspieler zurück an da Costas rechten Fuß. Nicht der linke, Dirk, der rechte. Und von da geht er ins Aus. Einwurf für Benfica. 60 Sekunden noch auf der Uhr. Und man hat das Gefühl, die lassen sich jetzt alle Zeit der Welt, um diesen Einwurf auszuführen. Weil es gibt bald hier Pause.
Und die brauchen, glaube ich, die Spieler von Benfica Lissabon, weil sie merken auch, sie sind im Moment im Hintertreffen. Sie liegen mit 0:1 hier in Frankfurt zurück. Noch ein Tor und die Eintracht ist im Halbfinale. Und die Eintracht hat ganz klar jetzt die Regie in diesem Spiel übernommen, macht Druck auf das Tor von Benfica Lissabon. Ante Rebic hat viele, viele Ballkontakte. Dann Sebastian Roder, halblinke Position auf Simon Fallet. Und Simon Fallet macht heute ein großartiges Spiel. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis der Eintracht 2018, 2019. Dass egal, wer da reinkommt, der fügt sich immer sofort ein in dieses Team. Und dafür muss man wirklich den Hut auch vor dem Trainer ziehen. Weil das ist so ein bisschen die Trainerkunst, wirklich immer dafür zu sorgen, dass die, die hinten dran stehen, absolut auf den Punkt dann ihre Leistung bringen. Kostic, Linksaußenposition auf Ante Rebic. Ante Rebic versucht da, seinen Gegenspieler zu tunneln. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Packende erste 45 Minuten. Und Sie hören den Applaus, der gilt der Frankfurter Eintracht. Sie führt zur Pause mit 1:0 gegen Benfica Lissabon. Und das Motto für die zweiten 45 Minuten kann nur lauten, nur noch eins. Und dann sind wir im Halbfinale. Es war viel die Rede vom perfekten Spiel im Vorfeld dieses Europa League Viertelfinal-Rückspiels zwischen Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon. Es war das meistzitierte Zitat oder die meistzitierte Aussage von Eintracht-Trainer Adi Hütte auf der gestrigen Abschlusspressekonferenz. Das perfekte Spiel würde seine Mannschaft brauchen, hat Adi Hütte gesagt, um doch noch nach dem 2:4 im Hinspiel bei Benfica Lissabon ins Halbfinale der Europa League einzuziehen. Wie sieht es aus, dieses perfekte Spiel? Kontrollierte Offensive, hat er dann gesagt, der Eintracht-Trainer. Irgendwann in Führung gehen, aber bloß nicht zu viel riskieren und im besten Fall eben auch kein Gegentor fangen. Nach 45 Minuten und noch sind wir tief in der Pause hier in der Frankfurter Arena im Stadtwald, die prunkvoll und festlich erleuchtet ist, können wir sagen. Die Eintracht, Dirk Schmidt, war in den ersten 45 Minuten beim Stand von 1:0 ziemlich nah dran an dem, was sich der Trainer da vorgestellt hat. Ja, also ich muss sagen, sie haben es nicht perfekt gespielt. Das wäre sicherlich übertrieben. Aber man hat gesehen, dass die Mannschaft perfekt eingestellt ist. Also wie sie es machen wollen, das ist genau aus meiner Sicht das richtige Rezept gegen Benfica Lissabon. Wirklich kontrolliert offensiv zu spielen, den Druck ständig hochzuhalten, aber durchaus auch die Abwehr im Auge zu behalten, also nicht zu aufzumachen. Ich hatte so ein bisschen Angst, nachdem das 1:0 gefallen war und hier wirklich die Begeisterung regelrecht überschwappte, dass die Mannschaft ein bisschen die Kontrolle verliert und voller Begeisterung eben ins Verderben rennt. Das hat sie nicht getan, das haben sie gut gemacht. Waren vielleicht 1-2 Minuten, die kritisch waren, wo ich gedacht habe, jetzt machen sie völlig auf und wollen zu schnell das zweite Tor. Aber dann haben sie sofort wieder einen Gang zurückgeschaltet und genau das gemacht, was sie machen müssen. Nämlich wirklich Kontrolle über das Spiel nicht bekommen, sondern behalten. Weil es ist zwar nur eine 1:0-Führung, aber für meine Begriffe hat die Frankfurter Eintracht dieses Spiel mindestens mal seit der 15. Spielminute im Griff. So langsam kommen die beiden Mannschaften wieder raus, beziehungsweise sind schon unten im Kabinengang, haben wir hier auf dem Monitor gesehen. Das Tor, gleichwohl müssen wir dazu sagen, hätte eigentlich nicht zählen dürfen, denn Filip Kostic, der Torschütze aus der 37. Spielminute, stand im Abseits und zwar nicht nur ein Hauch, sondern ziemlich deutlich, nachdem der Schuss von Mijat Gacinovic an den linken Pfosten des Lissabonner Tores krachte und Kostic dann den Nachschuss verwerten konnte. In der Champions League, in der Bundesliga, überall da, wo es schon den Videoschiedsrichter gibt, wäre dieser Treffer wieder zurückgenommen worden. In der Europa League gibt es dieses Hilfsmittel am Bildschirm erst im Finale, Ende Mai, in Baku, da, wo Eintracht Frankfurt hin will. Und so steht es eben 1:0. Die schwarz gekleideten Frankfurter sind die Ersten, die jetzt wieder unten bereitstehen, um zurück aufs Feld zu kommen. Benfica Lissabon, müssen wir ehrlich sagen, nach den Eindrücken des Hinspiels, wo sie die Eintracht ja fast schwindlig gespielt haben in der Abwehr, heute Abend offensiv recht wenig zu sehen. Keine einzige richtige Torchance. Nein, und auch die haben recht behalten, die gesagt haben, der Joao Felix, der muss erst mal zeigen, auch auswärts, dass er wirklich so ein Jahrhundert-Offensivspieler werden kann, wie es denn viele prognostizieren, unter anderem auch Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt. Es war lustig anzusehen übrigens nach dem 1:0 Führungstreffer der Frankfurter Eintracht, wie die Benfica-Spieler vehement dieses Monitorzeichen gemacht haben und den Videobeweis gefordert haben. Aber da konnte der Schiedsrichter nur mit den Schultern zucken, ja. Herr Orsato aus Italien, weil es gibt ihn eben nicht, diesen Videobeweis. Es gibt keinen Monitor hier, der berechtigt wäre, dem Schiedsrichter da als Unterstützung zu dienen. Er hätte mal auf unseren gucken können, hier hochkommen können, auf die Tribüne. Das hätte ein bisschen gedauert, aber da hätte er unschwer erkennen können, dass es wirklich keine hauchdünne Abseitsentscheidung war, sondern eine ganz, ganz dicke, fette. Denn Filip Kostic stand da bestimmt einen Meter im Abseits.
So ist es. Und wenn der Schiedsrichter aber genauso lange braucht wie wir, bis wir hier oben sind, durchs Treppenhaus auf unseren Reporterplätzen, dann hätten wir die Halbzeitpause ein bisschen vorziehen können. Denn das dauert ja eine Weile. Ich glaube, der ist schneller. Weil mittlerweile sind das ja wirklich Athleten, die Schiedsrichter sind, durchtrainiert und wirklich körperlich auf einem ganz anderen Level als früher, wo man schon den einen oder anderen noch mit dem dicken Bauch gesehen hat. Das impliziert jetzt aber, dass wir keine Athleten sind. Ja, wir sind Ästheten. Ich würde sagen, also unser Körper ist natürlich sehr wohl unser Kapital, aber eher von der ästhetischen Seite und weniger von der athletischen. Wir würden Ihnen gerne über die Beschäftigungssportart Fußball ein bisschen mehr erzählen, aber noch ist nichts zu sehen von den Gästen aus Lissabon, von Benfica, dem portugiesischen Rekordmeister. Der steht zwar jetzt unten wieder im Kabinengang. Haris Seferovic klatscht da nochmal in die Hände. Der Mann, der ja 3 Jahre hier spielte bei Eintracht Frankfurt. Und an den Pfiffen der knapp 50.000 hören Sie, dass die rot-weißen Jungs jetzt erst wieder aufs Spielfeld kommen. Seferovic, seinen alten Tick aus Frankfurter Zeiten hat er sich bewahrt, dass er immer mit so einem Hopser aufs Feld geht, weil er zwingend den linken Fuß zuerst auf den Rasen stellen will. Also das hat er sich beibehalten. Übrigens Haris Seferovic noch immer gut befreundet mit einigen Spielern aus der aktuellen Eintracht-Mannschaft. David Abraham zum Beispiel, der Frankfurter Kapitän, der hat damals beim Abschied zu Haris Seferovic gesagt, jedes Mal, wenn du, Freund, ab jetzt ein Tor schießt, schicke ich dir eine SMS, um zu dokumentieren, dass ich nach wie vor an deinem Leben teilhabe. Jetzt hat der Mann schon 19 Mal getroffen in der Saison und man hört, Frau Abraham soll not amused sein, dass ihr Göttergatte so oft am Smartphone hängt. Spiel ist wieder freigegeben. Auf geht's. 45 Minuten noch, mindestens. Und die Eintracht braucht mindestens ein weiteres Tor fürs Halbfinale. 1:0 steht es zum Beginn der zweiten Hälfte. 2:4 hat Frankfurt in Lissabon verloren. Und das bedeutet, ein Tor braucht's noch. Von der linken Seite kommen sie mit Kostic. Der lupft den Ball hinein in den 5-Meter-Raum. Hinausgeköpft aus dem 5-Meter-Raum von einem Lissaboner Abwehrspieler. Und das war Jardel, der Mannschaftskapitän. Und dann kommt der Ball mit einem weiten Ball auf Seferovic. Seferovic hat ihn am linken Flügel. Er ist natürlich schnell nach wie vor, Haris Seferovic. Und jetzt trifft er ja auch in Lissabon. Das war in Frankfurt nicht unbedingt seine Stärke. Kam als Torjäger, aber es blieb viel zu oft beim Jagen und nicht unbedingt beim Treffen. Das sind ja den oder vielen die liebsten, die Jäger, die nicht unbedingt treffen. Im ersten Jahr hat er ganz gut genetzt hier in Frankfurt. Oder Thomas Schaaf war das, als Alexander Meyer Torschützenkönig wurde. Danach aber eher der Chancentod. Gleichwohl, er hat sich verabschiedet mit einem ganz wichtigen Tor in der Relegation, das Frankfurt in der ersten Liga galt. Dann jetzt kommt Benfica, Ball auf, Joao Felix da an den Strafraum gespielt. Kopfballduell, Hasebe gewinnt zunächst. Da muss Gacinovic in den Luftkampf, ist ein bisschen klein geraten dafür. Die Eintracht bekommt den Ball nicht richtig geklärt. Erst dann Simon Fallett mit dem langen Ball. Der spielt auf Ante Rebic, aber der mit dem First Touch, der so wichtig ist im Fußball, dieser erste Kontakt, der passt nicht. Und deswegen ist der Frankfurter Konter sofort wieder erstickt und Benfica hat den Ball. Sebastian Rode versucht da anzulaufen im zentralen defensiven Mittelfeld, aber bekommt einen Tunnel. Das ist natürlich die Höchststrafe und über Jetson probieren es die Portugiesen im Mittelkreis. Jetzt halb links hinausgespielt auf Alex Grimaldo, der nochmal auf den linken Flügel, wo Joao Felix sich ein bisschen hat fallen lassen. Toller Doppelpass, Joao Felix rein in den Frankfurter Strafraum. Vorbei, am nächsten Ball in die Mitte und Fallett um ein Haar mit dem Eigentor. Und Seferovic hebt fast flehend die Hände Richtung Joao Felix, weil er sagt, warum legst du den denn nicht zurück? Die beste Offensivaktion von Benfica Lissabon und um ein Haar. Oh, der Ball von Fallett geht fast ins eigene Tor. Das waren am Ende Zentimeter. Ecke gibt's für Benfica von der rechten Seite. Und jetzt beginnen die Portugiesen sich Zeit zu lassen. Und zwar ab jetzt, glaube ich, bei jeder Aktion in dieser Art. Also der Joao Felix, der läuft da rum wie ein Schulschwänzer. Mit gesenktem Haupt trottelt er da übers Feld. Aber wenn der antritt, dann kommt das eine Explosion gleich. Der ist sowas von schnell auf diesen ersten Metern. Und eben hat das gezeigt, dass es auch zum Erfolg führen kann. Aber da gibt's noch einen Simon Fallett. Exschluss jetzt für Lissabon. Von der rechten Seite hinein in den Strafraum. Kevin Trapp ist mit den Fäusten da, macht keinen ganz sicheren, souveränen Eindruck da bei dieser Faustabwehr, aber die Eintracht kann es dann klären. Mit Fallett den Ball aus der eigenen Abwehr schlagen. Es war Jovic und es gibt jetzt Einwurf für Benfica Lissabon bereits in der Hälfte von Eintracht Frankfurt auf der rechten Seite. Sie hören es, die Fans stehen hinter der Frankfurter Eintracht. 48 Minuten gespielt, 1:0 für die Frankfurter Eintracht gegen Benfica Lissabon. Es geht um den Einzug ins Halbfinale der Euroleague. Das Hinspiel hat Benfica Lissabon mit 4:2 gewonnen. Also die, die sich auskennen, wissen es. Ein Tor braucht Eintracht Frankfurt noch. Ein 2:0 würde reichen, um Benfica Lissabon
als ausscheidende Mannschaft aus diesem Wettbewerb zu Hause, nach Hause, nach Portugal zu schicken. Der Ball kommt jetzt mit einem weiten Schlag auf die linke Seite. Benfica Lissabon im Ballbesitz in der Linksaußenposition. Aber dann ist Danny da Costa dazwischen und mit seinem schwächeren linken Fuß schlägt er da eine Kerze an die Mittellinie und der Ball dann auf den Kopf von Fernandes. Dann aber wieder die Herren aus Portugal mit Joao Felix, dem spielt der Ball weit vom Fuß, kennt man gar nicht von ihm. Und dann überhasteter Fehlpass von Fernandes, der den Ball wieder direkt zurück zu den Portugiesen spielt, die jetzt über die Linksaußenposition kommen mit Jetson. Jetson ganz nach links draußen gespielt auf Grimaldo und der holt dann einen Einwurf heraus für Benfica Lissabon. Sie machen jetzt Druck. Die Herren aus Lissabon, sie versuchen jetzt die Abwehr von Eintracht Frankfurt zu beschäftigen und das ist ja möglicherweise auch der richtige Weg, jetzt ein bisschen mehr da für Druck zu sorgen, weil ein Treffer von Benfica Lissabon und die Welt sieht schon wieder ganz, ganz anders aus, ein bisschen drüber für Eintracht Frankfurt. Ja, klar zu erkennen jetzt der Matchplan von Benfica Lissabon, da hat der Trainer vermutlich in der Pause gesagt, also so wie in den ersten 45 Minuten, so geht's nicht. Wenn wir gar nichts nach vorn machen, gar keine Entlastung, kaum gefährliche Aktion haben, dann werden wir hier ausscheiden heute Abend in Frankfurt und deswegen stehen sie jetzt auch ein bisschen höher, laufen die Eintracht früher an und probieren eben jetzt auch diesen einen Treffer zu machen, denn dann bräuchte Eintracht Frankfurt ja wieder deren zwei, dann bräuchten die Frankfurter ein 3:1, um hier doch noch das Halbfinale zu buchen. Genau 50 Minuten gespielt in dieser Sekunde und Benfica hat den Ball am Fuß auf Höhe der Mittellinie fast. Danny da Costa probiert anzulaufen, wird aber zunächst mal überspielt. Über die linke Seite der Portugiesen geht viel in dieser Anfangsszene, in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte, auch wenn David Abraham, der Frankfurter Kapitän, es jetzt schafft, dem Joao Felix da den Ball mal kurzzeitig abzuluxen. Einwurf für die Eintracht auf der rechten Seite in der eigenen Hälfte. Toll zu beobachten, wann immer die Frankfurter auch nur einen kleinen Zweikampf für sich entscheiden, wann immer es nur Einwurf für Lissabon statt Ecke für Lissabon gibt, dann springen hier alle auf, dann ballen sie die Fäuste. Und Sie hören's. Publikum ist da. Publikum hat Lust. Publikum sieht, wie Hasebe über die Mittellinie kommt und der Pass links hinaus auf den Flügel in Richtung von Simon Fallett. Der ist zu optimistisch gespielt. Deswegen gibt es Einwurf für Eintracht Frankfurt, für Benfica Lissabon, pardon. Während Bruno Lage, der Trainer der Gäste, habe ich jetzt gerade gesehen, sich offenbar nach hier oben verzogen hat zu uns und jetzt bei den Kollegen des portugiesischen Fernsehens sitzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Werden wir gleich nochmal überprüfen. Aber das ist natürlich ein cleverer Schachzug. Hier oben sieht er mehr als da unten, wenn er umringt ist von Frankfurter Fans, die ihn auch noch besingen die ganze Zeit. Jetzt die Eintracht mit Rode, muss sich sputen, verliert aber den Ball im zentralen Mittelfeld. Deswegen kommen die Gäste mit Joao Felix unterwegs, 20 Meter vor dem Tor, halb links, rausgespielt auf Seferovic. Der flankt in die Mitte, aber der Ball geht vorbei an allen auf der gegenüberliegenden Seite. Nicht jetzt aus, weil die Portugiesen ihn haben. Und da kommt die Flanke schon wieder in den Strafraum hinein. Rode klärt mit dem linken Fuß und dann ist es Fernandes. 20 Meter vor dem Tor, Ball aber immer noch heiß. Hineingelupft in die Mitte auf Seferovic mit dem Kopf. Und zum Glück schafft es nicht, der Aris Seferovic hier Druck hinter den Ball zu bekommen und den Ball über Torhüter Kevin Trapp zu heben. Er köpft ihn völlig freistehend direkt in die Hände von Kevin Trapp. Ja, da schien es ja fast so, als habe sein Frankfurter Herz noch ein wenig geschlagen. Aber ganz ehrlich, Dirk, solche Fehler wie von Jelson Fernandes da, das kannst du dir nicht erlauben. Das geht jetzt mal gut, aber beim nächsten oder übernächsten Mal nicht mehr. Irgendwann fällt dann der Treffer. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Frankfurter jetzt sich ein bisschen zusammenreißen müssen, weil Benfica drückt ganz, ganz klar auf die Offensivtaste und damit weiß Eintracht Frankfurt im Moment nicht so recht umzugehen. Vielleicht jetzt über die rechte Seite, da Costa mit dem rechten Fuß hinein auf Jovic, aber er ist in dieser Situation zu langsam und es gibt Einwurf für Eintracht Frankfurt in der Position des rechten Mittelfeldspielers. Abgeworfen, aber der Schiedsrichter hat es abgepfiffen. Was war passiert? Nicht von der richtigen Stelle eingeworfen, würde ich sagen. Oder was soll es jetzt gewesen sein? Ja, er wollte den Einwurf ein paar Meter weiter hinten sehen. Also zweite Chance für diesen Einwurf durch Danny da Costa. Danny da Costa schaut, wo er hinwerfen kann, wirft dann kurz auf Sebastian Rode, dann wieder auf Danny da Costa, der in die Mitte gespielt, nicht abgepfiffen vom Schiedsrichter Sebastian Rode, mit dem rechten Außenriss in die Rechtsaußenposition gespielt, auf da Costa und der bleibt wieder hängen in der Abwehr von Benfica Lissabon bei Grimaldi und dann Einwurf auf Ante Rebic gespielt, Rebic wieder zurückgelegt auf da Costa, aber abgepfiffen zuvor vom Schiedsrichter, weil der Ball seiner Meinung nach im Tor aus gewesen ist. Ich maß es mir nicht an, von hier beurteilen zu können, ob dem so war. Es sah so aus, als sei dem nicht so gewesen, aber ich habe es nicht gesehen und deshalb möchte ich auch nichts dazu sagen. Und es ist wohl so, dass jetzt Prag
kommt bei Chelsea. Es steht aus Sicht, das ist das andere Spiel, wo es um den Gegner geht in einem möglichen Halbfinale für Eintracht Frankfurt, hat jetzt auf 3-4 verkürzt, Philipp Hofmeister. Ja, wobei das Hinspiel ja auch von Chelsea in Prag gewonnen wurde. Also da muss jetzt eine Menge passieren. Achtung, Joao Felix wird da vom Körper von David Abraham zurückgedrückt, 20 Meter vor dem eigenen Tor. Sonst wäre die Laufbahn frei gewesen für den jungen Superstar der Portugiesen. Für den Mann, der angeblich 120 Millionen kosten soll. Das hat er wohl stehen in seinem Vertrag als Ausstiegsklausel für einen 19-Jährigen, der im Prinzip erst seit Winter so richtig durchstartet. Benfica ja in der Champions League Gruppenphase, Gegner des FC Bayern München. Da war von einem Joao Felix noch überhaupt nicht die Rede. Da hat er noch in der Jugend respektive in der zweiten Mannschaft gekickt. Achtung, schon wieder Benfica, das ist wesentlich besser. Ist Ball in die Mitte in Richtung von Seferovic. Aber der sollte dahin kommen. Er geht ins Tor aus, zum Glück für Eintracht Frankfurt. 1-0 steht es für die Eintracht. 55. Spielminute läuft und Sie können weiter mit uns dabei sein, interaktiv im Social Radio www.hessenschau.de. Sagen Sie uns, wie Sie das Spiel erleben, wo Sie es erleben. Wir haben neue Grüße bekommen aus Finnland beispielsweise, aus Miami Beach, Los Angeles, Tennessee ist mit dabei. Und jemand, der das Hinspiel auch schon bei uns im Social Radio gehört hat, und zwar in Georgien und jetzt fürs Rückspiel inzwischen in Armenien angekommen ist. Das ist, glaube ich, die große Osteuropa-Tour da. Liebe Grüße an alle, wo auch immer ihr uns zuhört, ihr Verrückten, heute Abend. Eintracht Frankfurt mit Gacinovic probiert den Beinschuss gegen den Gegenspieler. Hat Glück, dass er den Ball behält. Nochmal Gacinovic zieht den Ball jetzt mit der Sohle vorbei. Schlecht gemacht. Und dann kriegt er auch noch das Foulspiel. Da hat er sich für meine Begriffe ein bisschen plump fallen lassen und hat Glück, dass er da den Pfiff bekommt. Ja, clever hat er sich fallen lassen. Aus oder so. Frankfurter Sicht. Aber ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gepfiffen, muss ich sagen. Aber es gibt Freistoß für Eintracht Frankfurt in der Hälfte von Benfica Lissabon. Ich sag mal so, 15 Meter vielleicht in der Hälfte von Benfica, halblinke Position. Hasebe hat sich den Ball zurechtgelegt und wird ihn jetzt an den Strafraum bringen. Nee, kurzes Abspiel auf Fallett, Fallett wieder zurück auf Hasebe. Hasebe in die Linksaußenposition. Was hat er denn da für ein Ding hingeholzt? Und den kann auch dann Kostic nicht erreichen. Und deshalb jetzt wieder Benfica Lissabon im Ballbesitz und über die rechte Seite kommt, aber da hat er sich gut dazwischen gestellt, Sebastian Rode. An dem ist es ganz, ganz schwer vorbeizukommen, so auch in dieser Situation. Und jetzt gibt es Einwurf für Benfica. Benfica hat es richtig gemacht für mich in den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte. Hat ein bisschen Druck gemacht, wobei ich das Gefühl habe, die Frankfurter Eintracht kommt langsam in dieses Spiel zurück, das sie ein bisschen verlassen hatte in den ersten Minuten der zweiten Hälfte. Ja, ja, die ersten 5, 6, 7 Minuten, die waren nicht gut. Aber für die Eintracht ist es ja in gewisser Weise auch hilfreich oder kann zumindest hilfreich sein, wenn Benfica hier jetzt auch mitspielen will und eben nicht hinten drin steht. Denn dann gibt es Räume, so wie jetzt für Gacinovic auf dem linken Flügel. Dribbelt da gegen Gegenspieler. Ein Übersteiger, zwei Übersteiger. Rechtsschuss, Gacinovic! Knapp vorbei! Gute Aktion vom Helden des Pokalfinals. Und sofort rudert er mit beiden Armen, wirft sie in die Luft und motiviert die Nordwestkurve. Da, wo die Eintracht-Fans stehen. Rechtsschuss von Gacinovic, der dreht sich am langen Pfosten vorbei. Da wäre Vlachodimos im Tor allerdings noch dran gekommen, wenn der tatsächlich direkt aufs Tor gekommen wäre. Aber guter Versuch. Und vorhin beim Führungstreffer war es ja auch ein Schuss von Gacinovic, der das Ganze eingeleitet hat. Übrigens, haben wir noch gar nicht erwähnt, die Eintracht jetzt in dieser entscheidenden zweiten Hälfte, Dirk, spielt sie auf ihre eigene Kurve. Auch das mobilisiert natürlich nochmal zusätzliche Kräfte. Man hat es auch gemerkt, dass Gacinovic eben gerudert hat und den Fans gezeigt hat, unterstützt uns, wie wichtig das für die Mannschaft ist, dass die Fans, der 12. Mann, hinter ihnen stehen. Rode auf die linke Außenbahn gespielt, jedenfalls in die Richtung auf Kostic, der setzt sich da gut durch, ist immer noch am Ball und dann verliert er den Ball, lässt sich fallen für meine Begriffe und Benfica Lissabon kann jetzt den Konter fahren, macht das über die linke Seite, Haris Seferovic, aber da kommt die Fahne des Schiedsrichterassistenten, Abseitsposition und Freistoß für Eintracht Frankfurt. Wir hatten es eben von Gacinovic, feiner Fußballer mit einem ganz großartigen Spiel heute Abend, hat ganz, ganz großartige Szenen in der Offensive. Und er schafft es auch, wirklich dort immer wieder die Löcher zu suchen, zu finden und hineinzustoßen. Hat er ganz, ganz voll gemacht in diesen ersten gespielten 57 Minuten. Und es steht 1-0 für die Eintracht gegen Benfica Lissabon. Da Costa hat heute ein paar technische Unzulänglichkeiten offenbart. Gerade eben wieder, er ist heute nicht ganz top dabei aus meiner Sicht. Der Danny da Costa in der Offensive eigentlich ganz okay, wenn er vorhin auch mit dem linken Fuß da ein böses Ding gezaubert hat, den Ball nicht getroffen hat, war eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, aber in der Defensive oder mit Abspielfehlern im Spielaufbau, da überzeugt er mich heute nicht. Benfica Lissabon auf dem Weg nach vorne, rechter Flügel, es ist jetzt ein Spiel mit viel Bewegung, Flanke kommt hinein,
Zunächst mal Hasebe dazwischen. Zweiter Ball bleibt am Fuß der Gäste. Halb rechts die Chance hinein zu Flanke. Ball kommt vors Tor. Trapp fängt ihn ab. Man kann das Spiel neu aufbauen. Ja, du hast ihn angesprochen. Mijat Gacinovic, aber auch die beiden anderen, die heute Abend in die Startelf gekommen sind bei der Eintracht. Abraham, der Kapitän, zuletzt auch nicht immer gesetzt. Und natürlich auch sein Nebenmann, Simon Fallet. Die drei machen allesamt ein richtig gutes Spiel, finde ich. Und das war ja die große Frage vorneweg vor dem Anpfiff, wie die Eintracht mit diesen schmerzhaften Ausfällen von Allaire, von Dika und vor allen Dingen von Hinteregger würde umgehen können. Bis jetzt sieht das gut aus. Filip Kostic, Halbfeld, linke Flanke. Da ist der Rebic, aber die Fahne ist oben vom Assistenten. Das ist eine Abseitsposition. Aufregung umsonst. Ich bin gespannt, wie es kräftetechnisch hinten aussieht bei den beiden Mannschaften. Heute vor einer Woche in Lissabon beim Hinspiel fand ich es eklatant, wie sehr die Kräfte dann irgendwann dahin waren bei Benfica. Die konnten in Überzahl nicht mehr auf das fünfte Tor gehen. Die Eintracht war näher dran mit einem Mann weniger am dritten Tor. Dann am Ende bei diesem Spiel das 4:2 für Lissabon endete. Heute Abend wäre auch das sicherlich ein entscheidender Vorteil für Eintracht Frankfurt. Ballgewinn von Hasebe in der eigenen Hälfte. Er schickt Ante Rebic auf die Reise weit hinausgetragen auf den linken Flügel. Aber den holt er noch. Ante Rebic vor der Außenlinie. Jetzt kann er seine Stärke ausspielen mit Tempo vorbei am Gegenspieler. Links zurück Jovic! Und der Schuss wird gerade noch abgefälscht vom Verteidiger. Und dann gibt es Ecke für die Eintracht, denn der Ball war schon im Aus. Ja, Ecke von der linken Seite. Endlich mal wieder richtige Torgefahr bei Eintracht Frankfurt, ein guter Konter, sehr schön ausgespielt. Und jetzt freuen wir uns auf die Ecke von der linken Seite von Filip Kostic. Eine Stunde vorbei, 1-0 für die Eintracht, die nach wie vor mindestens ein weiteres Tor braucht. Eckstoß von der linken Seite, herausgeholt durch diesen großartigen Pass von Rebic. Ball kommt an den 5-Meter-Raum, geköpft, aber dann ist der Torhüter da. Vlachodimos greift sich den Ball und wird ihn jetzt gleich abschlagen aus dem eigenen Strafraum. Schaut zunächst, weil hinter ihm noch Fallett im Strafraum gelegen hat. Rebic eben mit einem grandiosen Pass. Ganz toll gemacht. Er hat gute Szenen heute in der Offensive, hat immer wieder ein gutes Auge für seine Mitspieler und ist ein Garant für eine erfolgreiche Offensive bei Eintracht Frankfurt. Im Moment sehen wir aber die Offensive von Benfica Lissabon. Unterstützt durch das Pfeifkonzert der Zuschauer versuchen sie da einen Angriff vorzubereiten. Spielen es jetzt hintenrum da über die eigene Hälfte mit Ruben Dias. Ruben Dias auf die linke Seite hinausgespielt auf Samaris, den erfahrenen Mann. Dann ganz nach links auf Grimaldo. Grimaldo wieder zurückgelegt. Das Ganze ohne Raumgewinn im Moment. Jardel, der Mannschaftskapitän. Seitenwechsel auf die rechte Seite und dann verliert Benfica Lissabon den Ball. Und die Frankfurter Eintracht kann vielleicht aufbauen. Nein, Ball schon wieder verloren. Mit einem weiten Ball auf Jovic. Ein bisschen überhastet haben die Frankfurter da, nachdem sie den Ball gewonnen haben, ihrerseits wieder das eigene Angriffsspiel angekurbelt. Benfica Lissabon hat den Ball in der Linksaußenposition Grimaldi und dann kommt Fernandes dazwischen, hat er klasse gemacht. Und die Frankfurter müssen jetzt mal wieder in Ruhe einen Spielaufbau betreiben. Da wird der Ball viel zu schnell wieder verloren, wenn er denn gerade gewonnen war. Und die Zuschauer pfeifen, aber das gibt natürlich nicht der Frankfurter Eintracht, dieses Pfeifkonzert, sondern Benfica Lissabon im Moment im Ballbesitz, den Ball aber wieder verloren, aber dann sofort wiedergeholt. Und sie kommen jetzt mit Faeser. Faeser hat den Ball am rechten Fuß, noch in der eigenen Hälfte. Seitenwechsel auf die linke Seite. Da müssen die jetzt ein bisschen umschalten, ein bisschen schneller umschalten. Samaris, dann auf Grimaldi. Grimaldi in der Linksaußenposition und dann ist Rode dazwischen. Kann den Ball aber nicht holen. Dafür macht das Fernandes, der Philipp, für mich ein sehr aufopferungsvolles, ganz, ganz starkes Spiel in der Defensive von Eintracht Frankfurt bestreitet. Ja, das machen sie aber eigentlich alle. Also die werfen sich rein, als würde es hier wirklich um die allerletzte Chance gehen in dieser Saison. Großartiger physischer Einsatz, ganz viel Willen, ganz viel Mentalität spürbar bei Eintracht Frankfurt. Was noch fehlt zum totalen Glück, das ist der zweite Treffer. Sie hören es am Pfeifkonzert. Wann immer das hier eintritt, dann hat Benfica Lissabon den Ball. Und der nächste Angriff rollt aufs Eintracht-Tor. Und dann gibt es einen recht simplen Abspielfehler von Rafa Silva, der eigentlich so ein guter Fußballer ist. Vielleicht sind wir jetzt langsam an dem Punkt, wo Eintracht Frankfurt kräftetechnisch im Vorteil ist. Und dass die Eintracht große Mannschaften schlagen kann, das hat sie bewiesen in dieser Saison. Während wir jetzt gucken, ob Ante Rebic vorne steil geschickt wird. Ja, das wird er, aber er kommt nicht an den Ball. Olympique Marseille, Lazio Rom, Schachtar Donetsk, Inter Mailand. Was für Namen! Allesamt haben sie keine Chance gehabt am Ende gegen Eintracht Frankfurt, gegen diese Mannschaft, die so eine unglaubliche Mentalität hat. Jetzt Gacinovic legt den Ball vorbei am Gegenspieler, spielt auf Rebic, hat er gut gemacht. Rebic dreht sich einmal, zieht dann Richtung Tor, könnte Kostic anspielen, spielt den Ball aber in die Mitte auf Jovic und jetzt startet ein Moment zu spät ein in den Strafraum und deswegen kommt einer herangerutscht. Das ist kein Rodler, sondern das ist ein Torhüter
Odysseas Vlachodimos nimmt den Ball auf. Und Benfica, und das muss ich sagen, das gefällt mir gut, die spielen nicht auf Zeit, die gehen auf Tempo und die kommen jetzt Richtung Eintracht-Strafraum. Foulspiel dann von Fallett. Und dann gibt es jetzt möglicherweise auch eine gelbe Karte oder hat er Vorteil laufen lassen und es gibt Ecke. Das ist die Frage. Spieler Traube da rund um den Schiedsrichter, die wollen natürlich die gelbe Karte gegen Fallett, der da mit vollem Einsatz das lange Bein ausgefahren hat und da den Jetson von den Beinen holt. Das ist eine ganz klare gelbe Karte für mich, die hat es aber nicht gegeben. Deswegen gibt es jetzt wohl Ecke für Benfica. Während um uns herum wieder die schwarz-weißen Fahnen geschwenkt werden. Tausende, ein Fahnenmeer. Toll. Ja, mehr Fahnen führen zum Fahnenmeer hier im Stadion bei Eintracht Frankfurt, wo es Eckstoß gibt für Benfica Lissabon durch Grimaldi. Für mich die Sicht im Moment total versperrt durch diese vielen Fahnen, aber die Fahnen sollen Eintracht Frankfurt beflügeln. Schauen wir mal, Grimaldi, also jetzt beim Eckstoß von der linken Seite, er wird den Ball hineingeben, hoch auf den Elfmeterpunkt, da steht Haris Seferovic. Der Ball kommt jetzt hineingeschlagen, genau dorthin, wo man es erwartet hatte. Und dann Joao Felix mit einem Kopfstoß, der schwach war, kein starker Abschluss und deshalb auch kein Problem für Torhüter Kevin Trapp, der den Ball abrollt auf die linke Seite. Und jetzt kommen die Frankfurter wieder mit Sebastian Rode. Der hat ihn in Höhe der Mittellinie zurückgespielt auf Fallett, der da ein wenig schlurft über den Platz im Moment, ein bisschen kraftlos wirkt, auf Fernandes. Fernandes hat den Ball am rechten Fuß, schaut, wo er hinspielen kann, in die Spitze gespielt und dann kurz abgelegt von Ante Rebic und die Möglichkeit vielleicht jetzt zum Konter für Benfica Lissabon, aber die Frankfurter mit Hasebe in Gemeinschaftsarbeit mit David Abraham dazwischen können klären und zurückspielen auf Kevin Trapp. 65 Minuten gespielt. Es ist wahnsinnig spannend. Eintracht Frankfurt führt mit 1:0 gegen Benfica Lissabon und hat den Ball jetzt mit Sebastian Rode. Sebastian Rode bereits in der Hälfte von Benfica Lissabon auf Kostic gespielt. Kostic dreht sich um die eigene Achse draußen mit seinen neongelben Fußballschuhen, dribbelt sich durch, hat aber abgespielt auf Rode. Rode, Linksaußenposition, hat den Ball am rechten Fuß, müsste jetzt in die Mitte spielen, deutet da mit dem Finger, wo er den Ball hinspielen will, wo aber keiner ist. Dann lieber zurück auf Fallett und Fallett dribbelt sich ins Seitenaus. Und es gibt Einwurf für Benfica Lissabon. Es steht 1:0 und die Frankfurter Eintracht hat jetzt genau noch 24,5 Minuten reguläre Spielzeit zur Verfügung, in der man einen weiteren Treffer erzielen müsste und keinen weiteren Treffer fangen dürfte. Und Tick und Tack macht die Uhr. Und sie tickt gegen Eintracht Frankfurt und für Benfica Lissabon, während das Fahnenmeer noch immer Bestand hat. Und zwar vor allen Dingen besonders schön optisch vorgetragen hier in der Nordwestkurve rechts von uns. Da wird nämlich abwechselnd geschwenkt. Eine Zeile lang der Unterrang, dann verhält sich der Oberrang ruhig und dann passiert es genau umgekehrt. Toll anzuschauen. Richtig schönes Bild hier im Frankfurter Stadion. Auf dem Platz gerade mal ausnahmsweise das Tempo ein bisschen ruhiger als in den ersten Minuten dieser zweiten Hälfte, wo es doch viel hin und her ging. Im Prinzip fast ein Spiel ohne Mittelfeld, weil auch Benfica natürlich was nach vorne macht. Jetzt sind wir aber genau an dem Punkt vor einer Woche, wo ich in Lissabon den Eindruck hatte, dass Benfica cornermäßig nicht mehr so viel auf der Pfanne hat. Mal gucken, wie das heute Abend aussieht. Langer Ball Richtung Benfica-Strafraum. Vlachodimos könnte ihn vielleicht holen. Ich sehe im Moment nicht jedes Mal, wo der Ball hingeht, weil die Fahnen vor uns sind. Jetzt aber die Eintracht mit Rode. Rode! Tor! 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 Sebastian Rode! 2:0! SGE! Ole! 67. Minute! Aus dem Nichts, ein Abpraller kurz vor dem 16-Meter-Raum der Portugiesen und Sebastian Rode, der jetzt alles andere als ein geborener Torjäger ist, dem fällt der Ball da auf den rechten Stiefel und dann haut er ihn rein mit der Innenseite genau ins kurze Eck und dann dreht er ab Richtung Frankfurter Kurve und dann springt er noch dreimal hoch wie so ein Flummi, weil er genau weiß, das ist dann jetzt das Halbfinale für Eintracht Frankfurt. Und ich sage, der Ante Rebic hat das genauso gewollt. Der hat den Ball rübergelegt. Und dann kam der Ball genau auf den rechten Fuß von Sebastian Rode. Und der hat da nicht etwa einen ausgepackt. Nein, 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 nein. Der hat das ganz gefühlvoll gemacht. Mit dem rechten Innenriss den Ball dorthin gespielt, wo er hin muss. Und das zeichnet für mich auch einen guten Fußballer aus. Man muss nicht immer mit Brachialgewalt aufs Tor ballern, sondern man kann auch mal ganz, ganz gefühlvoll aus 16 Metern Torentfernung schieben, ja fast nur schieben, gar nicht schießen und dann geht der Ball ins Tor. Es steht 2:0 nach 68 jetzt gespielten Minuten und Stand jetzt ist Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Europa League.
Sebastian Rode. Und ganz ehrlich, wenn ich einem diesen Treffer gönne, dann dem Seppel, wie er hier nur gerufen wird, seitdem er das erste Mal hier war und damals unter Armin Fee zum absoluten Leistungsträger mutierte. Aber erstmal gucken wir auf Ante Rebic, der ist schon wieder unterwegs Richtung Tor, könnte Gacinovic anspielen, ist am linken Strafraum-Eck von Benfica. Ante Rebic, zwei Übersteiger, Flanke in die Mitte, zu weit rausgetragen auf den linken Flügel, aber da Costa geht hinterher und dann geht die Fahne hoch, weil der zuvor im Abseits stand. Also Sebastian Rode, ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Interview mit dem Mann gemacht, ganz ruhig hier in der Loge des Stadions, und ich habe mir gedacht, was ist das eigentlich für ein guter Junge? Der hat bei Bayern München gespielt inzwischen, bei Borussia Dortmund. Der hat so viel erleiden müssen. Er hat davon erzählt, wie schwer das ist, wenn du mal anderthalb Jahre gar nicht spielst als Fußballprofi. Welche Zweifel du auch an dir selbst hast. Wie deine ganze Welt ein bisschen erdrückender wirkt, wenn du im Prinzip keine Rolle mehr spielst, wenn niemand mehr auf dich baut. Und dann kommt er hierher und er ist immer noch der Rode Seppel aus Alsbach-Hähnlein in Südhessen. Ganz netter Kerl. Wie gesagt, kein Torjäger, aber er hat mich eines Besseren belehrt. Ja, und er ist auch unglaublich wertvoll, seit er hier ist bei der Frankfurter Eintracht, für das Spiel der Frankfurter Eintracht. Und sein einziges Problem ist ja eigentlich, dass er mit seinem Körper nicht so recht zurechtkommt, dass er immer wieder verletzt ist, dass er immer wieder ausfällt und dann natürlich doppelt so viel Kraft aufbringen muss, um wieder zurückzukommen in die Mannschaft. Das ist nicht einfach, aber hier in Frankfurt hat er sich, und viele haben skeptisch sich geäußert, als er zurück nach Frankfurt kam. Hier hat er sich mehr als bewährt, ist einer der ganz, ganz großen Säulen und Leistungsträger in dieser Mannschaft. Benfica muss natürlich jetzt was tun, jetzt müssen sie ein Tor erzielen, weil jetzt sind sie ausgeschieden aus diesem Wettbewerb und müssen jetzt einfach nach vorne etwas machen. Und wenn wir den Prophezeiungen von Philipp Hofmeister glauben, der im Hinspiel, genau wie ich, einen kräftemäßigen Abfall gesehen hat bei Benfica Lissabon um diese Zeit, dann wird es für Benfica unglaublich schwer, korrespondierend mit diesem körperlichen Abfall, jetzt etwas für die Offensive zu tun und hier diesen nötigen Treffer zu erzielen. Und wenn ich den Pass gesehen habe, gerade eben in der Abwehr von Feza auf seinen Kollegen, auf Ruben Dias, dann muss ich sagen, korrekt, dass die einen Kräfteabfall haben. Jetzt Kostic kommt da durch, ist schon an der Grundlinie, wurstelt sich da durch. Der Ball war für meine Begriffe im Aus, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Und jetzt holt doch der Rode noch einmal einen raus. Ja, das sagst du, Philipp. Das ist kein Torjäger. Hast du überhaupt keine Ahnung? Der schießt den Ball knapp am Tor vorbei und macht fast sein zweites Ding. Ich muss zweifeln. Ganz ehrlich, wenn der heute noch 5 Buden macht, dann bin ich gern der ahnungsloseste Fußballreporter auf diesem ganzen Planeten. Uns soll es recht sein. Schöner Schlenzer Richtung lange Ecke und Vlachodimos greift über und dreht ihn noch um den Pfosten. Ecke gibt es natürlich für Eintracht Frankfurt. 71 Minuten vorbei. Philipp Kostic vor der eigenen Kurve mit dem linken Fuß. 5-Meter-Raum zunächst mal per Kopf geklärt. Vielleicht bleibt der zweite Ball am Fuß der Frankfurter. Genauso ist es, weil David Abraham, der Kapitän, ihn holt. Aber Mirat Gacinovic hat damit nicht gerechnet. Und dann trudelt er doch über die Seitenlinie. Einwurf gibt es für Benfica, das übrigens gerade gewechselt hat. Pizzi ist reingekommen, ein offensiver Mittelfeldspieler. Samaris, der Grieche, ist dafür runtergegangen. Das alles hat natürlich nur ein Signal. Mehr Offensive und den zweiten Wechsel, den gibt es gleich hinten drauf. Eduardo Salvio kommt rein und Rafa Silva, der heute nicht so gut war, bei weitem nicht so gut wie im Hinspiel, der geht runter. Frische Beine für die Offensive. Für Benfica heißt es jetzt alles oder nichts. Das ist ein Verein, der will dieses Pokal holen. Der will die Europa League gewinnen. Das ist der Selbstanspruch einer Mannschaft, die von der Champions League dann runterkommt in die Europa League. Aber heute Abend müssen wir sagen, nach jetzt exakt 72 Minuten und den beiden Toren von Kostic und Rode, hätte Eintracht Frankfurt diesen Halbfinaleinzug verdient. Rebic macht ein großartiges Spiel und der wühlt, er kämpft, er rackert, er ackert und er will, man hat das Gefühl, wirklich fast alleine dieses Halbfinale erreichen. Der gibt überhaupt keinen Ball verloren. Der wühlt sich durch, arbeitet mit Händen, Füßen, Kopf, mit allem, was er zur Verfügung hat und holt so einen Freistoß für die Frankfurter Eintracht heraus. Hören Sie die Atmosphäre hier im Stadion. Freistoß in der Hälfte von Benfica Lissabon. Haseber wird diesen Freistoß ausführen, lupft ihn auf die rechte Seite auf Da Costa, der mit dem Kopf verlängert aufs Tor. Aber da ist Vlachodimos da und während er in den ersten 45 Minuten manchmal wie ein alter Mann das Spiel fortsetzte, hat das jetzt viel eiliger. Er hat nur ein Problem. Keiner seiner Mannschaftskameraden ist frei und deshalb schlägt er den Ball wieder vom Boden ab auf Haris Seferovic, der aber da mehr verzweifelt
irgendwie versucht, den Ball weiterzuleiten, aber er hat offensichtlich gedacht, er spielt noch für die Eintracht, denn er hat den Ball direkt zu Eintracht Frankfurt gespielt. Und Danny da Costa schlägt ihn jetzt aus der eigenen Hälfte vor zu Ante Rebic und der gibt ihn natürlich nicht verloren, auch wenn er weit, weit, weit weg von der Stelle gestanden hat, wo der Ball hinkam. Benfica Lissabon im Ballbesitz versucht jetzt aus der Mitte heraus mit Pisi. Pisi dann zurückgelegt. Jetzt versuchen sie es links herum. Sie müssen natürlich sich ein bisschen jetzt auch beeilen, denn es ist nur noch eine gute Viertelstunde regulär zu spielen und die Frankfurter Eintracht macht das ganz gut, auch wenn es jetzt einen Freistoß gegen David Abraham gibt und dazu auch noch die gelbe Karte. Das alles in der Hälfte von Benfica Lissabon. Und jetzt schaue ich mal schnell, ob er dazugehört zu denen, die bei einer gelben Karte in einem möglichen Halbfinale gesperrt sind. Frage beantwortet, nein, er wäre nicht gesperrt, wenn es denn fürs Halbfinale reicht. Die gelbe Karte, von daher halb so wild. Ja, vier andere wären das bei der Eintracht. Rebic, Kostic, Rode und Hasebe. Im Prinzip die vier, die man dann nicht haben will auf dieser Liste. Wir gucken auf den Freistoß für Benfica. Der kommt von Pizzi jetzt hinein in den Strafraum, verletzt. Verliert das Kopfballduell, aber dieser Ball geht doch 7-8 Meter rechts vorbei am Tor der Frankfurter. Abstoß von Kevin Trapp. Wir sind in der 75. Spielminute. Stand jetzt ist Eintracht Frankfurt tatsächlich im Halbfinale der Europa League. Wer hätte das gedacht vor Beginn dieser Saison? So ein Riesenumbruch bei der Eintracht. So viele Leistungsträger, die abgewandert sind. Unter anderem Kevin Prinz Boateng, der heute noch eine Videobotschaft nach Frankfurt geschickt hat, der gesagt hat, Jungs, ich bin bei euch. Ich glaube an euch. Sein Sohn war noch mit drauf, der auch noch viel Glück gewünscht hat. Also der Mann ist mit dem Herzen heute genauso dabei wie der Pokalsieger-Trainer des letzten Jahres, Niko Kovac. Auch der hat heute beim FC Bayern auf der Pressekonferenz gesagt, natürlich wäre ich gern da gewesen. Ich kann aber nicht, aber ich gucke es mir auf der Couch an. Vielleicht hört er auch hr-Info dazu. Jetzt der lange Ball von Sebastian Rode Richtung Sturmspitze. Den kann Jovic aber nicht erlaufen, landet in den Händen von Vlachodimos. Dingelingeling, wir läuten sie ein, die Schlussviertelstunde, auch wenn das eigentlich, Dirk, in einem anderen Stadion dieser Region eher Brauchtum ist. Ja, aber das ist lang, lang, lang her, dass das mal gepflegt wurde und dass die letzte Viertelstunde wirklich Angst und Bange gemacht hat beim Gegner. Das war unweit von hier auf Biebershöhen. Aber da wollen wir heute wirklich nicht drüber reden. Es geht hier um die Frankfurter Eintracht und es geht um den Einzug ins Halbfinale der Euroleague. Und jetzt gibt es einen Wechsel. Paciencia kommt. Der das ganz, ganz wichtige zweite Tor in Lissabon gemacht hat. Und aus dem Spiel geht Jovic, von dem haben wir heute in der Tat nicht viel gesehen. Er hatte wenig Akzente setzen können, aber jetzt kommt Paciencia und dem traut man im Moment allemal noch einen Treffer zu. Aber es geht ja um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir jetzt auch alle hier auf der Tribüne, so das Herz für Eintracht Frankfurt schlägt, ein bisschen zu zittern angefangen haben. Denn wir sind in der letzten Viertelstunde. Benfica Lissabon wird jetzt nochmal versuchen, alles nach vorne zu werfen. Und so wie es im Moment aussieht, ist Eintracht Frankfurt im Halbfinale. Das Hinspiel ging ja 4-2 in Lissabon für Benfica Lissabon aus. Und momentan führt Eintracht Frankfurt mit 2-0 durch die Treffer von Kostic in der ersten und Rode in der zweiten Hälfte. Und aufgrund der Auswärtstorregelung ist es dann eben so, dass Eintracht Frankfurt ein Halbfinale in der Euroleague, das wäre ein grandioser Erfolg, erreichen würde, wenn es denn so bleibt. Ballbesitz für die Frankfurter Eintracht mit Da Costa. Da Costa auf die linke Seite gespielt, auf Fallett. Fallett in die Linksaußenposition. Da dreht er Pirouetten, der Kostic. Man meint, er sei in der Eisbahn gewesen. Solche Pirouetten sieht man beim Fußballer Senden auf Kevin Trapp. Der setzte einen Querschläger an auf David Abraham. Aber keine Sorge, liebe Frankfurter Fußballfans und Freunde, die Frankfurter Eintracht befindet sich im Mittelfeld im Moment. Der Spielfläche hat sich da ein bisschen nach vorne gewurschtelt und gedaddelt. War jetzt nicht unbedingt großer Fußball, aber sie haben den Ball weggehalten vom eigenen Tor, haben Benfica Lissabon weggehalten vom eigenen Tor und das ist natürlich wichtig da. Wir sagen es jetzt ein bisschen öfter in dieser Schlussphase, 77 Minuten gespielt sind und Eintracht Frankfurt mit 2-0 führt. Und ganz ehrlich, ist das eine Mentalität? Ist das ein Einsatz dieser Mannschaft von Eintracht Frankfurt? Ist das ein Wahnsinn, während Fallett jetzt aufpassen musste? Der spielt faul kurz vor dem eigenen Strafraum, zum Glück für Eintracht Frankfurt.
Frankfurt und er sieht eine gelbe Karte. Da war er aber mal richtig zu spät dran, war eigentlich vor dem Ball und hat sich dann noch überlaufen lassen da auf den letzten Zentimetern von André Almeida. Und die gelbe Karte gibt es zu Recht und das wird eine gute Freistoßposition für Benfica Lissabon. Quasi am rechten Frankfurter Strafraumeck, so 2 Meter nach hinten versetzt. Fallett bekommt sofort die Aufmunterung von seinem Kapitän, von David Abraham. Beschwert sich dann noch ein bisschen über ein kleines Kommunikationsproblem, das da offenbar bei der Zuteilung der Gegenspieler geherrscht hat. Also, vielleicht die Geschichte direkt für den Linksfuß oder der Ball als Flanke hinein durch einen Rechtsfuß. 2 stehen da am Ball. Kevin Trapp sortiert noch seine Mauer. In der stehen 1, 2, 3 Mann, wenn ich es richtig sehe, von hier oben. Gellendes Pfeifkonzert natürlich. 79. Spielminute. Flanke oder Schuss bei Benfica. Während Joao Felix ganz hinten am zweiten Pfosten lauert. Es kommt die Flanke auf diesen zweiten Pfosten. Es kommt der Kopfball von Joao Felix. Und er geht aufs Tordach und ist deswegen keine wirkliche Gefahr für Kevin Trapp und für die Eintracht. Ja, aber da haben sie ein bisschen schlecht auch gestanden da hinten in der Zuteilung. Gut 10 Minuten noch, Dirk. Wir sind in der 79. Minute. Es gibt den nächsten Wechsel gerade unten bei Benfica Lissabon mit Jonas. Kommt, wen wundert's, die nächste Offensivkraft. Und das werden sehr, sehr lange 11 Minuten plus X aus Frankfurter Sicht. Denn die Konstellation, wir sagen es gern nochmal. Ein Tor für Benfica und die Eintracht wäre wieder raus. Umgekehrt aber ein Tor für die Eintracht und dann bräuchte Benfica schon deren 2. Es war eben eine ganz, ganz gefährliche Aktion von Joao Felix. Da steigt er hoch bei diesem Kopfstoß. Er ist ja gar nicht allzu groß, der kleine Mann aus Portugal. Aber er kommt an den Ball, weil auch Kostic nicht mit hochgeht. Da war auch keiner sonst bei Joao Felix. Und sie müssen natürlich dort hinten jetzt wirklich gut organisiert sein, die Frankfurter. Da jetzt noch 10,5 Minuten gut zu spielen sind. Es steht 2:0 für Eintracht Frankfurt. Ballbesitz für Benfica Lissabon. Sie versuchen jetzt über die rechte Seite. Die Frankfurter Eintracht hat sich nahezu komplett zurückgezogen. Weiter Ball in die Spitze auf Felix. Aber dann steigt David Abraham hoch, kann klären. Haris Seferovic spielt den Ball. Aber Danny da Costa kann mit dem linken Fuß den Ball aus der eigenen Abwehr schlagen. Vielleicht sogar jetzt die Möglichkeit zum Konter. Paciencia in der Hälfte von Benfica Lissabon. Abgewehrt zunächst, aber wieder Paciencia. Halblinke Position, schön auf Ante Rebic gespielt. Ante Rebic in der zentralen Position und dann kommt das lange Bein. Aber die Frankfurter sind noch einmal dazwischen mit Gacinovic. Der macht ein gutes Spiel. Fast schon an der Grundlinie. Mann, ist der Trippelstark, der Gacinovic. Jetzt müsste er ihn einflanken. Bleibt hängen. Nee, er hat den Ball immer noch Gacinovic. Zurückgelegt jetzt auf Kostic war es gewesen, dann Gacinovic und dann geht der Ball in Seiten aus und es gibt Einwurf für Benfica Lissabon und es sind nicht einmal mehr 10 Minuten zu spielen, Philipp. Meine Güte, was für eine spannende Angelegenheit. Eintracht Frankfurt führt, ein Treffer von Benfica Lissabon würde aber dazu führen, dass die Halbfinalträume zumindest vorübergehend geplatzt wären, denn ein Treffer würde reichen, Benfica Lissabon zum Weiterkommen, wohingegen der aktuelle Spielstand von 2:0 für die Eintracht Frankfurt die Tür fürs Halbfinale, das in London stattfinden wird und natürlich auch hier in Frankfurt weit, weit, weit öffnen würde. Genau, das Hinspiel hier in Frankfurt, 2. Mai, Donnerstag und dann das Rückspiel eine Woche später am 9. Mai, das würde in London stattfinden. Diverse Menschen halten sich die Hände vors Gesicht hier im Stadion, haben wir gerade gesehen, in der Gästekurve natürlich, aber auch bei den Frankfurtern. Das ist ein Kribbeln jetzt, das ist ja kaum zum Aushalten und wie gesagt, das Ding hier ist noch lange nicht vorüber, ganz im Gegenteil. Freistoß für die Eintracht aus der eigenen Hälfte mit Kevin Trapp, der sucht ganz vorn. Gonzalo Paciencia, der ist ja so ein guter Kopfballspieler, wird da ein bisschen umgerissen. Spiel läuft trotzdem weiter. Benfica bleibt im Ballbesitz auf der rechten Seite in der Verteidigung. Versuchen sie es spielerisch zu lösen, machen das gut. Verlagern das Spiel hinüber auf die linke Seite. Jetzt muss die Eintracht aufpassen, denn die Gäste kommen mit viel Tempo. Mit Alex Grimaldo, der da zu Boden geht. Aber es gibt keinen Freistoß, sondern den Konter für Eintracht Frankfurt. Wenn Danny da Costa das jetzt gut ausspielt und das macht er, zieht den Ball mit der Sohle herum. Dann Rebic auf da Costa. Da Costa in den Strafraum. Hinein, wird abgedrängt. Nochmal da Costa. Und dann scheitert er am Gegenspieler. Und dann scheitert er am allerletzten Gegenspieler, der zwischen ihm und dem Tor von Benfica da noch im Weg stand. Jetzt Fehlpass von Sebastian Rode. Und er schmeißt sich dazwischen und dann rutscht er ein bisschen aus. So schlimm ist das nicht. Und Rebic holt sich den Ball in altbekannter Rebic-Manier. Haut er sich da dazwischen, verliert ihn aber sofort wieder. Ist das ein vogelwildes Spiel jetzt? Also, ich sitze hier und schüttel nur noch den Kopf so stark, dass mir fast der Kopfhörer da vom Kopf fällt. Und jetzt gab es irgendwie eine Aktion, die ich gerade nicht gesehen habe. Eine gelbe Karte für Ante Rebic.
Und das darf und das soll nicht sein, diese gelbe Karte. Denn Ante Rebic ist damit gesperrt für ein mögliches Halbfinale. Und so wie der heute gespielt hat, wird er an allen Ecken und Enden gegen Chelsea fehlen. Und er hat eben auch ganz traurig geguckt, wegen dieser gelben Karte, die ihm da vom Schiedsrichter unter die Nase gehalten wurde. Er schüttelt nur den Kopf und ist völlig verzweifelt aufgrund dieser gelben Karte, dieser Verwarnung, die eben zu einem Spielausfall für ihn im Halbfinale führen würde. Noch ist aber dieses Halbfinale nicht erreicht. Es sind noch gut 7 Minuten regulär zu spielen und Eintracht Frankfurt führt mit 2:0 gegen Benfica Lissabon. Und es ist kaum zu fassen, wie sich die Spieler der Frankfurter Eintracht hier hineinwerfen in die Angriffsbemühungen. Das hat beispielsweise bei Sebastian Rohde eben nichts mehr mit Fußball zu tun gehabt. Er hat sich auf Tauchstation gelegt und ist wirklich im Hechtsprung mit dem Kopf heraus in diese Aktion hineingegangen, wo man normalerweise vielleicht ein Tackling mit dem Fuß macht. Aber da kennt er keine Verwandten, da geht er rein und da schont er auch sich nicht einen Hauch. Und deshalb vielleicht ist er auch ein bisschen verletzungsanfälliger als andere, weil er eben ganz einfach alles, wirklich alles, 100% in einer solchen Situation für den Erfolg, der da heißt, erreichen des Halbfinales gibt. 83 Minuten, 43 Sekunden gespielt, 2:0 für Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon. Und das würde bedeuten, Eintracht Frankfurt, das wäre ein toller Erfolg. Das würde der Frankfurter Fußballseele so gut tun. Und in dieser Saison haben die Frankfurter Spieler dafür gesorgt, dass die Liebe, die sowieso vorhanden war, aber vielleicht ein bisschen verstaubt, durch den Pokalsieg natürlich schon wieder stark war, aber jetzt heiß, innig und voller Leidenschaft geworden ist. Und obendrein wird es noch 2,5 Millionen Euro einbringen an zusätzlichen Prämien. Die Bundesliga würde Punkte sammeln für die 5-Jahres-Wertung. Also heute sind ja nicht nur die Frankfurter Eintracht-Fans, sondern es ist auch von gesamtdeutscher Fußballbedeutung, was die Eintracht hier macht. Da Costa gewinnt den nächsten Zweikampf auf seiner rechten Abwehrseite. Auch der haut sich jetzt dazwischen ohne Ende. Achtung, Flanke kommt lang hinein. Pfosten! Pfosten! Treffer vom eingewechselten Salvio. Boah! Und das Herz rutscht mal ganz tief in die hessische Hose hinein. Ein Flankenball auf den zweiten Posten. Und dann hätte es den Trapp fast im kurzen Eck erwischt. Direkt als Dropkick genommen. Und Trapp war noch minimal sogar mit den Fingerspitzen dran. Und lenkt das Ding noch an den Posten. Schiri hat es nicht gesehen. Deswegen gibt es Abstoß und keine Ecke. Der erste Frankfurter liegt unten und muss mit Krämpfen behandelt werden. Ich glaube, es ist Simon verletzt, der ohnehin nicht so viel Spielpraxis hatte in den letzten Wochen und Monaten und der jetzt von Makoto Hasebe da noch eine kleine Hilfe, sportphysiologische Hilfe bekommt, während Dirk Schmidt, ein ganz großer, seinen Abgang bekommt. In diesen Applaus möchte ich nicht reinreden. Der galt alleine, Sebastian Rohde, und den hat er sich sowas von verdient. Nicht nur wegen seines Tores. Klar, ganz, ganz wichtig, der zweite Treffer. Und der könnte es auch sein, der letztlich zum Erreichen des Halbfinales der Euroleague führt. Aber er hat mit einer Leidenschaft Fußball gespielt. Mit einer wirklich Brachialgewalt hier alles gegeben für den Frankfurter Erfolg, dass er wirklich jeden einzelnen Klatscher eben verdient hatte. Lissabon kommt. War eine große Chance eben gewesen, die da am Pfosten landete von der rechten Seite. Da hat er auch viel zu viel Platz gehabt und jetzt ist Benfica Lissabon immer noch im Ballbesitz. 4 Minuten noch zu spielen in Frankfurt. Das Pfeifkonzert gilt natürlich den Aktionen von Benfica Lissabon. Es steht 2:0 für die Frankfurter Eintracht. Benfica Lissabon legt den Ball zurück. Sie versuchen es jetzt wie die Handballer am Kreis und dann wird der Ball zunächst einmal von Hasebe weit in die Hälfte von Benfica Lissabon geschlagen, aber die werden natürlich sofort den nächsten Angriff einleiten auf das Tor von Eintracht Frankfurt. Ohrenbetäubender Lärm hier in Frankfurt. Ohrenbetäubend, man muss sich die Ohren fast schon zuhalten. Und auch Benfica Lissabon ist natürlich beeinträchtigt von dieser wirklich imposanten Kulisse. Joao Felix auf die Linksaußenposition gelegt. Weiter Ball dann in den Strafraum hinein. Da unterläuft Kostic diesen Ball. Er landet jetzt auf der rechten Seite. Benfica Lissabon kann sich da aber in Person von Salvio nicht durchsetzen, aber immer noch im Ballbesitz. Und dann ist es in dieser Situation Gacinovic, der ganz weit hinten klärt, den Ball aber sofort wieder verliert, war ein bisschen leichtsinnig da. Und es gibt jetzt, es gibt keinen Eckstoß. Haben sie gut gemacht, Philipp. Toller Einsatz von Philipp Kostic und natürlich springen da alle auf. Und natürlich bejubeln sie diese Balleroberung und sie bejubeln diesen Einwurf.
88. Spielminute läuft. Was gibt's drauf an Nachspielzeit? Das werden wir gleich erfahren dann. Adi Hütter, der sucht immer wieder den Kontakt da mit seinen Co-Trainern. Ist jetzt ein bisschen sauer, weil er es nicht gut findet, dass seine Mannschaft sich jetzt doch in der Schlussphase so ein bisschen hinten reindrücken lässt. Es ist natürlich wirklich ein Spiel mit extrem hohem Risikofaktor. Benfica wird jetzt nochmal alles nach vorn werfen in den letzten Minuten. Friss oder stirb, das ist das Schöne an diesen Spielen im K.O.-Wettbewerb. Die ganze Frankfurter Bank ist da unten unterwegs. Adi Hütter auf seinen schwarz-weißen Sneakers schon wieder unterwegs Richtung hinterstes Eck der Coaching-Zone, während das Stadion auch nochmal alles gibt und sieht, wie der nächste Angriff von Benfica aufs Frankfurter Tor rollt auf dem rechten Flügel. Pfeifkonzert ist natürlich wieder da. Flanke kommt hinein, Hasebe klärt mit dem Kopf, nicht weit genug. Benfica bleibt am Ball mit Grimaldo auf dem linken Flügel. Flanke hinein, Kopfballchance, wieder Hasebe dazwischen. Nachschussmöglichkeit, vielleicht für Benfica, sie sind im Strafraum. Und dann muss Kostic das Ganze jetzt bereinigen und das macht er. Der Filip Kostic und spielt auch noch den Ball nach vorne auf Paciencia. Der könnte Ante Rebic schicken, aber der stand im Abseits und deswegen läuft er da gar nicht hin. Und das ist eine kluge Entscheidung. So ist der Ball ganz hinten. Benfica muss neu aufbauen. Tor! Was für ein Puls! Anderthalb Minuten noch offiziell, Dirk. 1-0, 2-0 Eintracht Frankfurt. Und gleich könnte es hier tatsächlich den Halbfinaleinzug zu feiern geben. Das Spiel könnte spannender nicht sein und führt dann auch zu Atemlosigkeit hier auf der Tribüne. Denn Benfica Lissabon kommt schon wieder. Die 89. Minute läuft, weiter Ball. Hasebe wehrt ab, nicht weit genug. Immer noch Benfica Lissabon am Strafraum. Ball hochgestellt, hinein. Und dann ist es Valette erklärt aus der zweiten Reihe. Jetson! Und der Ball geht knapp über das Tor von Torhüter Kevin Trapp. Und der ballt die Fäuste. So, als sei das Spiel gewonnen, weil dieser Ball knapp über das Tor geht. Es steht 2-0, die 90. Spielminute läuft. Und ich kann mir vorstellen, alle, so ihr Herz an Eintracht Frankfurt hängt hier in diesem Stadion. Schauen jetzt nur auf eines, Philipp, darauf, was der vierte Mann dort unten gleich in die Luft hängt. An Zahl, wie lange nachgespielt wird. Unten steht übrigens Jethro Willems, der sollte eingewechselt werden bei Eintracht Frankfurt, aber Simon Fallett hat, glaube ich, gerade gestikuliert, dass er überhaupt nicht mehr kann und dass er jetzt raus muss. Und Willems ist natürlich kein Innenverteidiger, sondern ein Mittelfeldspieler. Deswegen wird der Willems jetzt wieder zurückgeführt Richtung Bank. Und möglicherweise kommt dann gleich noch Marco Russ in die Partie. Das ist der einzige Innenverteidiger, den sie noch haben bei Eintracht Frankfurt. Und der war zuletzt mit Achillessehnenproblemen draußen. Auch das dokumentiert, wie sehr das Ganze bei Eintracht Frankfurt hier heute Abend auf Kante genäht ist. Umso wichtiger, wie jetzt jeder Ball, der gewonnen wird. Offizielle Spielzeit in 3, 2, 1. Abgelaufen. Welche Zahl in Rot geht nach oben? In Grün die 4. 4 Minuten gibt es nochmal obendrauf. 4 Minuten, die Eintracht Frankfurt jetzt noch hat, um ins Halbfinale der Europa League gegen Chelsea London, das nach wie vor mit 4-3 gegen Prag führt, einzuziehen. Wow. Und jetzt die Frankfurter Eintracht wieder mit Paciencia. Der dribbelt sich da selbst aus. Und deshalb kommt Benfica Lissabon mit Jetson wieder an den Ball. Sofort der Gegenzug über die linke Seite. Immer wieder ist es jetzt Grimaldo, der ein gutes Spiel macht. Auf der Außenbahn, auf der linken für Benfica Lissabon. Zurückgelegt in die zentrale Position. Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Momentan wäre Eintracht Frankfurt im Halbfinale der Euroleague. Aber wenn Benfica Lissabon noch einen Treffer erzielt, dann sieht es ganz anders aus. Und Benfica Lissabon hat den Vorwärtsgang eingelegt, kommt über die rechte Seite und dann für meine Begriffe Abstoß. Klasse gemacht von Fallett, der nach seiner Rettungstat, die er großartig vollzogen hat, zusammenbricht und zwei Wadenkrämpfe hat in beiden Beinen. Und ich sage dir, Philipp, das sind echte Krämpfe. Der kann nicht mehr Mu und der kann nicht mehr Mäh sagen. Und irgendwie muss da jetzt die Rettung her. Und die heißt, glaube ich, doch Jethro Willems. Und jetzt wird es dann nicht nur ein Sieg des Willens, sondern vielleicht auch ein Sieg des Willems, wenn der jetzt auch noch ein paar Minuten mitspielen darf. Jethro Willems. Aber kommt er jetzt wirklich für Fallett? Noch immer gibt es die Auswechslung nicht. Jetzt bleibt Fallett da außen liegen und jetzt kommt Willems hinein und irgendeiner wird jetzt dort wahrscheinlich zurückrücken in die Abwehr. Vermutlich ist es Willems höchstpersönlich, der jetzt für die letzten Minuten das Ganze hier noch übernimmt. So, wir schauen auf die Uhr. 2,5 Minuten noch in der Nachspielzeit, denn anderthalb sind schon wieder rum. Jetzt heißt es, möglichst weit fernzuhalten, den Ball weg vom eigenen Tor
und rein damit irgendwie in die Hälfte zur Eckfahne laufen. Irgendeines dieser bescheuerten Spielchen machen, das die andere Mannschaft so sehr hasst, aber das so zwingend nötig ist. Aber die nächste Welle rollt von Benfica. Die Rot-Weißen haben den Ball und Eintracht Frankfurt macht die Räume nochmal auf, macht zu viel auf. Deswegen kommt die Flanke aus dem linken Halbfeld auf den Fuß von Toro. Der spielt auf den linken Flügel. Und wenn Kostic den jetzt holt, dann ist es fast geschafft. Aber er holt ihn nicht. Benfica bleibt im Ballbesitz. Benfica im Ballbesitz, während Fallett dort hinter dem Tor behandelt wird. Er konnte wirklich nicht mehr nach dieser Rettungstat. Jetzt haben wir Joao Felix in die zentrale Position gespielt. Und dann nimmt sich Gacinovic die Hände zur Hilfe. Der Schiedsrichter pfeift aber nicht. Immer noch Ballbesitz, aber oder wieder Ballbesitz für Benfica Lissabon. Joao Felix mit dem Rücken zu des Gegners Tor. Und dann trifft er am Kopf Haseba. Und es gibt Freistoß für Eintracht Frankfurt im eigenen Strafraum. Und ich bin sicher, Haseba wird jetzt so tun, als sei er schwerst verletzt dort im eigenen Strafraum. Genau das, was Philipp Hofmeister vorhin angesprochen hat. Klar, natürlich will man jetzt Zeit gewinnen. Er hat auch den Fuß dort abbekommen. Und jetzt wird das Spiel fortgesetzt. Natürlich mit der notwendigen Langsamkeit, mit dem Schlendern zum Ball und nicht dem Spurt. Aber so ist es eben auf der ganzen Welt, wenn Fußballspiele kurz vor dem Ende, kurz vor knapp stehen. Denn es steht ja nur 2:0. Ein Tor für Benfica Lissabon. Und die heile Frankfurter Fußballwelt ist in Trümmern und in Scherben. Joao Felix würde fehlen im Halbfinale. Er hat gerade eben die gelbe Karte gesehen. Aber momentan würden alle aus Lissabon fehlen in diesem Halbfinale. Denn Eintracht Frankfurt hat eigentlich dieses Halbfinale in der Tasche. Jetzt aber doch mal Joao Felix mit dem Ball in die Spitze. Kevin Trapp kommt aus dem Tor, läuft diesen Ball ab und wird gefeiert dafür ohne Ende. 20 Sekunden im Moment noch zu spielen, Philipp. Und Kevin Trapp hat den Ball in den Händen. Und wenn Benfica den jetzt nicht mehr bekommt, dann ist Eintracht Frankfurt gleich im Halbfinale der Europa League. Dann geht diese fantastische Reise weiter. Nachspielzeit ist in dieser Sekunde abgelaufen. Wie viel gibt's oben drauf? Durch die kurze Unterbrechung gerade. Paciencia geht mit dem Ball Richtung Eckfahne, stellt den Körper davor, probiert den Portugiesen nochmal anzuschießen. Dann spielt er Sitzfußball und dann ist es vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es gibt nochmal Einwurf für Eintracht Frankfurt. Wir haben den Abpfiff und den Schrei schon auf den Lippen gehabt. Nochmal Einwurf für Eintracht Frankfurt auf dem rechten Flügel. Jetzt streiten sie sich drum, wer den ausführen darf. Das muss jetzt auch nicht mehr sein. Einer muss dahin. Einer muss noch einmal einwerfen. 30 Sekunden sind wir drüber. Und dann ist gleich Feierabend. Aber nicht für die Eintracht. Dann geht das Ganze hier weiter. Dann geht's nach London. Dann geht's zu Chelsea im Halbfinale. Und das Spiel ist in dieser Sekunde vorbei. Eintracht Frankfurt macht weiter. Immer, immer weiter. Im Herzen von Europa lebt der Traum von der Europa League und es geht weiter ins Halbfinale. 2:0, Kostic und Rode und der Rest, Dirk, ist heute Abend hier in Frankfurt. Grenzenloser Jubel. Was für ein Jubel, was für eine berechtigte Freude und was für eine Mentalität hat die Mannschaft gezeigt, haben die Fans auf der Tribüne gezeigt und welche Mentalität wird man, so denke ich auch noch, im Halbfinale sehen. Eintracht Frankfurt, Sieg mit 2:0 und die Fans der Frankfurter Eintracht haben jetzt den Innenraum betreten. Das sollte nicht sein, sie machen es friedlich, aber dort unten haben sie trotz aller Freude leider nichts verloren. Hoffentlich geht das, hoffentlich bleibt das gut, aber sie verhalten sich dort im Innenraum ganz friedlich, ganz vorbildlich und wir freuen uns jetzt erst einmal zusammen mit allen Freunden von Eintracht Frankfurt, dass die Reise durch Europa weitergeht. Eintracht Frankfurt besiegt Benfica Lissabon mit 2:0 und hat damit das Halbfinale erreicht.